Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die Verkehrswende, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute bei der Aufzeichnung für das erste Agora-Stadtgespräch, was wir hier heute in Berlin in der Kalkscheune durchführen. Normalerweise würde ich Sie jetzt alle sehr herzlich hier persönlich begrüßen, wiedersehen, neu kennenlernen, denn heute wäre der Tag der inzwischen schon traditionellen Agora-Städtekonferenz. Der Raum hinter mir, heute relativ leer, wäre gepackt voll mit etwa 250 Teilnehmern traditionellerweise, die mit uns gemeinsam diskutieren, wie wir den Stadtverkehr in Zukunft nachhaltiger und klimagerecht gestalten können. Daran ist aber unter Corona-Bedingungen nicht zu denken. Ich kann mich an Spätsommertage hier erinnern, sehr heiß, wo die Luft brannte über die Diskussionen um den Stadtverkehr der Zukunft. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir eine solche Situation wie heute nie vorstellen können. Noch weniger habe ich mir vorstellen können, welche Auswirkungen das auch auf den Stadtverkehr hat. Leere Straßen, leere Bahnen, leere Busse, so etwas kennen wir nicht. Und fragen wir uns natürlich, war es das dann mit all den Problemen, die jetzt auch wieder mit dem Hochlaufen von gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Leben verbunden sind, war es das dann mit dem Traum von der Mobilitätswende für lebenswerte Städte? Die einen sagen, wahrscheinlich ja, sie steigen zurück ins Auto, für sie der sichere Ort in der Pandemie, um sicher und gesund durch den Stadtverkehr zu kommen. Die anderen sagen, jetzt erst recht und steigen aufs Fahrrad um und leben diese Mobilitätswende persönlich mit. Im Chinesischen gibt es das Wort für Krise, das aus zwei Zeichen besteht. Das ist das Zeichen für Risiko und das Zeichen für Chance. Und wir haben uns überlegt, ist das auch die Zeit, wo es eine neue Chance gibt für die Mobilitätswende? Und das haben wir uns gefragt mit vielen Partnern, mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, dem Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen und dem Deutschen Institut für Urbanistik. Wie können Kommunen die Mobilitätswende gestalten und damit lebenswerte Städte krisensicher und klimagerecht gestalten? Diese Studie, die Ergebnisse und die Leitlinien, die wir erarbeitet haben, wollen wir heute im digitalen Agora-Stadtverkehrsgespräch diskutieren. Und bevor es losgeht, ein kurzer Einspieler mit einigen Impressionen aus dem Stadtverkehr der letzten Monate. Leere Straßen, leere Busse, leere Bahnen. Im März bringen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie den Stadtverkehr weitgehend zum Erliegen. Mittlerweile ist der Verkehr wieder angerollt, aber Corona hat einiges verändert. Der öffentliche Verkehr hat Fahrgäste verloren. Dabei ist der ÖPNV das Rückgrat des Stadtverkehrs. Mehr Menschen weichen auf den Pkw aus, eine Dynamik, die weder klimagerecht noch krisensicher ist und die Mobilitätswende auszubremsen droht. Manche Städte erlebten auch einen Fahrradboom, auf den die Städte allerdings nicht vorbereitet sind. Auch beim Stadtverkehr wirkt Corona wie ein Brennglas und zeigt, wie dringend wir klimagerechte und krisenfeste Lösungen brauchen. Können wir den Straßenraum neu aufteilen? Für mehr öffentliches Leben? Und was bringt den öffentlichen Verkehr nach den deutlichen Verlusten wieder auf Verkehrswendekurs? Wie lassen sich Planungsverfahren beschleunigen, Personalkapazitäten aufstocken, Investitionen erhöhen? Bietet Corona eine Gelegenheit, die Mobilitätswende voranzubringen? Ja, es ist die Chance für eine Verkehrspolitik mit Richtung. Meine Damen und Herren, schon vor Corona gab es ja viele Gründe, Mobilität neu zu denken. Erderhitzung, Dreck in der Luft, dieser Lärm, kaum Raum zum Flanieren. Und jetzt hat Deutschland erfahren, dass es tatsächlich anders geht. Ohne diese Mobilität in XXL, mit Homeoffice, mit Videokonferenzen, kaum Dienstreisen, überhaupt wenig Reisen, wenn dann Reisen,
gerne an die Ostsee. Und nun, wie geht es weiter? Das wollen wir wissen von unseren Gästen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, hier in der Kalkscheune in Berlin. Wir reden mit. Nein, nicht, das sage ich gleich am Anfang, mit der grünen Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin, Regine Günther. Die sagt, wir wollen verhindern, dass es eine Bewegung zurück zum Auto gibt, musste heute aber leider absagen. Aber wir haben ganz großartig Hilmar von Lojewski für diese Diskussionsrunde gewonnen. Er ist Leiter des Dezernats Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr beim Deutschen Städtetag. Er hat also den besten Überblick, was sich in den Städten deutschlandweit so tut. Und er sagt, diese neue Mobilität, das geht nicht einfach mal so, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Hilmar von Lojewski, schön, dass Sie da sind. Und wir reden mit, da bin ich gar nicht so sicher, ob er dieses Weg vom Auto so gut findet. Wir reden mit Thomas Becker, hat lange Zeit bei BMW die Hauptabteilung Politik und Außenbeziehungen geleitet. Jetzt ist er dort Leiter Nachhaltigkeit und Mobilität, muss also die Strategie entwickeln. BMW will seine Vorstandsgehälter an ehrgeizige Klimaziele knüpfen und der CO2-Ausstoß je Fahrzeug zum Beispiel soll bis zum Jahre 2030 um mindestens ein Drittel gesenkt werden. Was sich da genau bewegt, das werden wir hören. Thomas Becker, freut uns sehr, dass Sie da sind. Und die Frage ist, wie zufrieden Sie eigentlich ist mit den Entwicklungen zurzeit. Wir reden auch mit Marion Thiemann, der ersten Frau, die bei Greenpeace das Thema Verkehrswende vorantreibt. Sie hat an der FU und TU Berlin Umweltpolitik und Umweltplanung studiert. Ihre Masterarbeit, das ist super interessant, hat sie über die Akzeptanz von Parkraumbewirtschaftung geschrieben. Sie und ihre Kollegen haben gerade erst dies gefordert. Bundesregierung und Unternehmen sollen die Arbeit im Homeoffice jetzt konsequent fördern, denn Telearbeit schützt das Klima. Marion Thiemann, wie schön, Sie dabei zu haben. Und auch er muss die Zukunft neu mitentwickeln. Stefan Gent ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland HDE. Dem Fernsehmagazin Report Mainz sagte er vor kurzem, wir sehen, dass die Corona-Krise Textilhäusern, Modehäusern, Sportgeschäften, Schuhgeschäften massiv geschadet hat. Und weiter sagte er, wir machen uns große Sorgen um den Standort Innenstadt. Er fordert, sich um die Innenstädte zu kümmern, auch um die Erreichbarkeit und Mobilität. Herzlich willkommen, Stefan Gent. Ja, vielen Dank. Und es moderieren, Sie haben ihn gerade gehört, der Mann, der die Debatte um klimafreundliche Mobilität einfach nicht ruhen lassen will, der Direktor der Thinktanks Agora Verkehrswende, Christian Hochfeld und ich. Mein Name ist Hanna Gersmann, ich bin Journalistin hier in Berlin. Was also ist zu tun, damit Deutschland, sagen wir, nicht in den alten Trott zurückfällt? Die Agora Verkehrswende hat sich zusammengesetzt mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Das Deutsche Institut für Urbanistik hat dann ein Papier verfasst. Da geht es darum, wie die Kommunen den Stadtverkehr krisenfest und klimagerecht machen können. Gemeinsam fordern Sie alle, passen Sie auf, eine breit angelegte Reform- und Investitionsoffensive für urbane Mobilität und dies bitte sofort. Gefragt sind demnach alle, die Kommunen, die Länder und der Bund genauso. Das, meine Damen und Herren, vollziehen wir jetzt nach. Nicht Seite für Seite des Papieres, aber Schritt für Schritt. Anders gesagt, Leitlinie für Leitlinie. Immer wieder werden wir die Projektleiterin städtische Mobilität bei der Agora Verkehrswende, Anne Klein-Hittpass, sehen. Sie wird uns die Leitlinien in kurzen Sequenzen vorstellen, bevor wir sie dann hier debattieren mit den Gästen und mitschalten zu Expertinnen und Experten aus Wien und aus Brüssel. Es geht los. Wie schön, dass Sie alle dabei sind. Film ab, Leitlinie 1. Die Mobilitätswende in den Städten ist seit Beginn von Agora Verkehrswende ein zentrales Thema unserer Arbeit. Wir arbeiten seit Jahren daran und auch in vielen Städten hat man sich auf den Weg gemacht, den Umbau zu lebenswerten Städten begonnen. Das Thema war prominent auf der Agenda vertreten.
Egal in welcher Stadt man die Zeitung aufschlug, die Debatte um die Zukunft und Gestaltung der Mobilität war in vollem Gange. Das Thema war in den Rathäusern und bei den Menschen angekommen. Dann kam Corona. Was heißt das nun für die Mobilitätswende und für unsere Städte? Eine Krise kann schließlich beides sein, Risiko oder Chance. Krisen sind Momente von Veränderung und bieten die Chance zur Neugestaltung und Neubewertung. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht in der Corona-Pandemie die Chance für die Neuerfindung der Ballungsräume und sieht die Zeit gekommen, Zitat, die urbane Welt zu überdenken und umzugestalten und besser aus der Krise hervorzugehen, indem wir die Städte widerstandsfähiger, inklusiver und nachhaltiger machen. Genau das war und ist die Motivation unserer Studie, besser aus der Krise hervorzugehen. Wir wollen nach der Krise, deren Ende wir nicht kennen, nicht in den Vor-Corona-Zustand zurückkehren, sondern einen Schritt weiter sein. Einen Schritt weiter Richtung krisenfester und klimagerechter Mobilität. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Urbanistik, dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund sowie dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 7 Leitlinien entwickelt, wie der Corona-Moment von den Städten, von Bund und Ländern für eine krisenfeste und klimagerechte Mobilität genutzt werden kann und wir quasi einen Impfstoff für die lebenswerte Stadt entwickeln. Diese Studie ist seit heute online und zu finden auf unserer Homepage. Und ich freue mich jetzt, Ihnen diese Studie vorzustellen. Mit dem sogenannten Shutdown und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen ist die Mobilität abrupt eingebrochen. Die zurückgelegten Kilometer im Personenverkehr brachen auf ein Drittel ein. Sie lagen Mitte Mai nach den ersten Lockerungen noch deutlich unter dem Corona-Niveau und erholen sich seit Juni. Dieser Ausnahmezustand ging mit tiefgreifenden Veränderungen unseres Mobilitätsverhaltens einher. Gewinner der Krise ist der Individualverkehr. Wenn man genau in die Daten schaut, ist das vor allem der Fußverkehr. Ganz einfach, weil sich viele Wege ins Wohnumfeld verlagert haben und auch heute noch mehr zu Fuß gegangen wird. Es ist der Radverkehr, vielleicht weniger bei der Betrachtung des bundesdeutschen Durchschnitts, sondern vielmehr in den Städten, wo er ohnehin schon boomt. Und es ist leider auch der motorisierte Individualverkehr, der als bequemes und subjektiv sicheres, virenfreies Verkehrsmittel empfunden wird. Der ÖPNV hingegen ist massiv eingebrochen. Aufgrund von insgesamt weniger Fahrtanlässen, wegfallenden Arbeits- und Schulwegen sowie der Angst vor Ansteckung. Für die Verkehrswende ist diese Befundlage, ein schwächelnder ÖPNV und der motorisierte Individualverkehr als Krisengewinnler, eine gefährliche Kombination. Gefährlich für die Entwicklung von Städten und Regionen, vor allem auch vor dem Hintergrund der Klimakrise. Beiden Krisen, der Corona-Pandemie und der Klimakrise, muss gemeinsam begegnet werden. Dafür brauchen wir eine Transformation zu einer nachhaltigeren und klimagerechteren Gesellschaft. Diese Transformation muss auch von den Städten ausgehen. Dafür sind mutige Richtungsentscheidungen zu treffen, bisherige Bemühungen Richtung Verkehrswende sind zu verstärken und es braucht mehr Tempo, um tatsächlich besser aus der Krise hervorzugehen. Diese Richtungsentscheidungen sind kommunikativ zu begleiten. So ist es wichtig, durch klare Kommunikation die Vision, das große Ganze, den Nutzen und Gewinn zu vermitteln und nicht über einzelne Parkplätze zu streiten. So ist es wichtig, die Menschen an das Neue heranzuführen und auch praktisch erleben zu lassen, wie die Veränderungen aussehen und wie sie sich anfühlen können. Das Autokino ist reanimiert, der Drive-in-Gottesdienst auch. Wir haben die Zahlen, einige Zahlen eben gehört. Das Auto hat auch eine neue Rolle bekommen, meine Damen und Herren. Reden wir nochmal über die Lage und was sich denn da eigentlich jetzt tatsächlich verändert hat. Es gab eine Schlagzeile in den letzten Tagen, die war so ein richtiges Ding. Da hieß es, Gericht kippt Pop-up-Radwege in Berlin. Da hat Berlin also, als sich die Busse geleert haben und die Bahnen auch, so manche Autospur zu vorübergehenden Radwegen ausgewiesen, umgewidmet zu Pop-up-Spuren, passte aber nicht jedem. Ein AfD-Mann hat dann dagegen geklagt. Hilmar von Lojewski, was ist da eigentlich zurzeit los? Wir haben auch eben gehört, dass der Radverkehr, der Fußverkehr zugenommen hat, aber haben die Städte
hat Berlin womöglich die Leute einfach überfordert mit dieser schnellen Veränderung in der Stadt? Das glaube ich nicht, weil die Resonanz auf diese ambulanten Radwege, die ist ja geradezu begeisternd. Die Republik hat darauf geschaut. Viele Städte sind dabei, das zu kopieren oder haben bereits kopiert. Alle schauen darauf, dass der Verordnungsgeber, wie wir dann so ein bisschen formal sagen, also in dem Fall die Bundesregierung, eine Straßenverkehrsordnung auf den Weg bringt, in der auch gesundheitliche Aspekte eine Rolle spielen. Der Fehler liegt ja nicht daran, dass man keine Pop-up-Radwege will, sondern der Fehler liegt schlichtweg darin, dass die Straßenverkehrsordnung heute keine gesundheitlichen Belange zulässt, um solche Veränderungen im Verkehrsraum zuzulassen. Mhm. Und wir werben natürlich dafür, dass ein breites Spektrum an Gründen herangezogen werden kann, um Veränderungen im Verkehrsraum auch organisieren zu können. Mhm. Und dazu gehören, und das war jetzt die Berliner Begründung, auch gesundheitliche Aspekte, weil es steht völlig außer Frage, dass die während der Corona-Zeit schon ein ganz ausschlaggebender Faktor waren, um die Abstände zu vergrößern. Und die Frequenz auf diesen Wegen, die Resonanz, nehmen wir einfach mal glückliche Gesichter auf Radwegen, wo man in Sicherheit fahren kann, mit Kindern und Älteren, zeigt ja, dass da ein Nerv getroffen wurde. Wir müssen jetzt schlichtweg sehen, dass die Bundesregierung die nächste Novellierung der Straßenverkehrsordnung nicht nur dafür nutzt, die Pönalen runterzufahren, die ja aufgrund dieses Konstrukts ohnehin nicht gegriffen haben. Wir reden über mittelhohe Juristerei und überlegen ja schon, ob denn die Straßenverkehrsordnung womöglich gar zurückversetzt in den Stand von 1970 ist. Nein, das ist alles für uns eigentlich in den Städten unwichtig. Wir brauchen die Voraussetzung, um flexibel agieren und reagieren zu können. Das haben die Berlinerinnen und Berliner in der Verkehrsplanung gemacht. Und das sehen wir gerne vervielfältigt. Die Voraussetzungen dafür muss der Bund schaffen. Ja, das merken wir uns schon mal. Die Straßenverkehrsordnung ja in der Grundkonstruktion eher so aus den 50er Jahren mit dem Ziel, eine autogerechte Stadt zu schaffen. Die muss auf jeden Fall reformiert werden. Aber bleiben wir noch mal, Marion Thiemann, kurz bei dem Punkt. Wie groß ist die Unterstützung der glücklich lächelnden Radfahrerinnen und der anderen Bürger in Deutschland tatsächlich? Die müssten ja eigentlich ganz zufrieden gewesen sein. Da lagen die Städte also eine Zeit lang so im Dornröschenschlaf. Dann haben wir unsere Fahrräder aus dem Keller geholt. Dann haben wir gemerkt, oh, zu Fuß gehen macht ja auch Spaß und in der näheren Umgebung sich zu bewegen. Aber hält das, was ist Ihre Prognose, tatsächlich an? Oder werden wir jetzt im Herbst dann noch mehr Leute sehen, die ins Auto steigen? Ist ja kalt draußen. Ist ja kalt, aber auch in Ländern, wo es mal kalt ist, wird ja auch Fahrrad gefahren. Das hängt halt eben immer von den Radwegen ab und ob die dann auch im Winter geräumt werden zuerst oder ob man sich ausrutscht, weil halt nicht gestreut wird etc. Das sind dann die ganzen Details. Aber nochmal vielleicht vorab, also es geht ja hier um eine Pandemie und wenn ich jetzt von Chancen spreche, will ich überhaupt nicht kleinreden, dass es eine schlimme Situation ist, eine Gesundheitskrise, die uns alle betrifft und möchte das nochmal vorab so unterstreichen, aber es gibt Chancen, also weil wir haben alle durch Corona erlebt und zwar im eigenen Körper, wie viel durch eine Verkehrswende gewonnen werden kann für alle von uns. Also dieser ganze Platz auf den leeren Straßen hat irgendwie gezeigt, okay, Platz ist da, man muss ihn nur neu verteilen, dass man keine Abgase atmete, dass es plötzlich total leise war, dass man Vögel gehört hat in der Stadt und dass Kinder einfach mal ohne Probleme auch auf den Straßen spielen konnten, wie hier in Berlin bei den Spielstraßen. Und all das war so ein Vorgeschmack, ein Erleben des kleinen Paradieses, was wir haben könnten, wenn wir gewisse Entscheidungen treffen würden. Mhm. Aber wir tun uns ja eigentlich immer sehr, sehr schwer, uns irgendwie umzugewöhnen. Wir sind relativ bequem. Das führt zu der Frage, wann wir denn tatsächlich Routinen erneuern können und ob Covid-19 dazu führt, dass wir Routinen tatsächlich erneuern. Wir haben Karin van Kleusen genau diese Frage auch gestellt. Sie ist Generalsekretärin des Städtenetzwerks Polis aus Brüssel, in dem sich europäische Städte und Regionen zusammengetan haben, um innovative und nachhaltige Lösungen für den Stadtverkehr zu finden. In Deutschland sind zum Beispiel Baden-Württemberg dabei, Hessen ist dabei, Dresden und Berlin sind es auch. Und wir haben
Sie gefragt, wie kann eine Veränderung eigentlich möglich werden? Den Einspieler bitte jetzt. What behavioral experts always tell us is that if we want to change deeply rooted habitual behavior, such as mobility behavior, we have to look at life-changing moments. And usually we then talk about getting married, changing jobs, having babies. But I think COVID-19 could be such a life-changing moment as well. During the lockdown, people were turning to other modes, sometimes for recreational purposes, just to remain physically active. But maybe that could be a trigger for them to think about cycling for as a functional mode of transport as well. So if ever they are open and willing to change behavior, it might be now. And then, of course, we have to make sure it's in the right direction, not in terms of taking their cars. That's one thing. The second thing I think which could be a positive trigger is the fact that we are in the middle of a huge street experiment. We are playing in a huge sandbox. So we have all these measures in place that people can try out in real life. They can experience what it feels like to have these new measures. They can experience that it makes the city better. And we know that if we want to win the hearts and minds of people, the best way to do that is by letting them experience something in real life. Herr Dr. Becker, nicht alle haben sich dafür entschieden, jetzt auf das Fahrrad umzusteigen oder auf den auch zu Fuß zu gehen, sondern viele haben für sich entschieden, der richtige Weg ist, das eigene Auto zu nutzen. Sie fühlen sich dort sicher und vor allen Dingen auch geschützt vor der Pandemie. Ist das jetzt für so einen Autohersteller, der 70% der Kunden, glaube ich, in städtischen Gebieten hat, so ein Moment, wo man sagt, da knallen nochmal die Korken oder zumindest lächelt man klammheimlich, weil man denkt, ja, das ist eine Renaissance des Autos in der Stadt und das bringt mehr Geschäft und besseres Geschäft? Also das muss man, glaube ich, ganz nüchtern sehen. Wenn wir uns unsere Zahlen angucken, dann sieht man, dass der Nachfragezuwachs sich in sehr engen Grenzen bewegt. Da gibt es Menschen, die bisher kein Auto hatten, die jetzt ein Auto kaufen. Das sind aber vielfach dann gebrauchte Fahrzeuge. Also dass das jetzt hier das Marktgeschehen gedreht hätte, davon kann überhaupt keine Rede sein. Was allerdings wir stark sehen, ist, dass durch die Maßnahmen, die jetzt politisch entschieden wurden, wir doch eine deutliche Beschleunigung der Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen haben. Wir sind hier momentan in einer starken Entwicklung, sowohl hier in Berlin als auch in anderen Märkten. Das heißt, an der Stelle sehen wir messbar den größeren Effekt, als dass wir erwarten würden, dass durch Corona, wenn denn die akute Phase vorbei ist, wir erst recht einen langfristigen Nachfrageanstieg in Richtung Auto sehen würden. Also das würde ich gern relativieren. Eigentlich ist ein Punkt auch, das Auto ist nicht subjektiv, es ist objektiv das sicherste Verkehrsmittel, wenn man unter diesen Bedingungen unterwegs ist, abgesehen vom Fahrrad. Aber dass sich Menschen dann dafür entscheiden, gerade wenn sie viel Zeit im Verkehr verbringen, wenn sie auch unter Corona-Bedingungen pendeln müssen, dass sie dann ein Auto nehmen, das kann man ihnen, glaube ich, nicht übel nehmen. Wenn man drin sitzt, ist es das Sicherste. Wenn man von draußen drauf schaut, ist es wahrscheinlich nicht das Sicherste. Unabhängig davon arbeitet BMW ja auch an und stellt fest, dass sich die Kunden auch das Verhalten sich verändert. In Berlin arbeiten Sie an dem Projekt Neue Mobilität mit, wo es darum geht, eigentlich den Parkplatz und auch den privaten Pkw abzugeben und dann Mobilitätsdienstleistungen im Alltag kennenzulernen. Da merken viele, dass sie dann nicht mehr aufs Auto zurückgehen, sondern sagen, ich bleibe eigentlich dabei und gebe mein Auto dauerhaft ab. Ist das eine Chance oder eher ein Risiko für den Hersteller? Also das, um das nachzuvollziehen, muss man sich anschauen, warum fahren Leute überhaupt Auto? Und wir haben das sehr gründlich gemacht, in mehreren Städten, unter anderem hier in Berlin, und gefragt, A, müssen Sie Auto fahren? Und B, wollen Sie Auto fahren? So, und da gibt es völlig verschiedene Gruppen von Menschen, die auf gleiche politische Rahmenbedingungen verständlicherweise extrem unterschiedlich reagieren. Der Großteil unserer Kunden sind Leute, die Auto fahren wollen und müssen. Und ein großer Teil der Mobilität, die mit einem BMW zurückgelegt wird, ist tägliche Pendlermobilität vom Wohnen zur Arbeit. Der kleinstere Teil der Leute, die einen BMW fahren, wohnt in Kerninnenstädten. Der bei weitem größere Teil wohnt im urbanen, im suburbanen Raum. Das heißt, städtische Rahmenbedingungen beeinflussen hier natürlich Verhalten, aber es ist nicht die Mobilität ausschließlich innerhalb der Stadt, um die es hier geht. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es ein Drittel der Leute, die heute Auto fahren, die es weder objektiv müssten, noch es eigentlich wollen. Die sitzen deshalb im Auto, weil ihnen die Alternativen nicht gefallen. Das heißt, hier haben sie ein Packende,
nur über verbesserte Angebote. Und genau da kommt das Projekt ins Spiel, das wir hier in Berlin machen, wo wir gerade für diese Menschen, die im städtischen Raum wohnen, die ein Fahrzeug haben, das relativ wenig genutzt wird, das auch kein tägliches Mittelstrecken-Mobilitätsbedürfnis erfüllt, das statistisch auch im Zweifelsfall älter ist als der Durchschnitt, höhere Schadstoffemissionen hat als der Durchschnitt und einen geringeren Wert repräsentiert als ein Durchschnitt. Also bei diesen Menschen durch Alternativen, wie insbesondere Carsharing, aber auch durch Einspurmobilitätsangebote und so weiter und so fort, zu schauen, okay, dort, wo die Latte aus dem Auto raus am niedrigsten liegt, kann ich denen über diese Latte hinweghelfen. Und da glauben wir, dass eben für diese Zielgruppe das gleiche politische Instrument, zum Beispiel eine Bebautung, einen völlig anderen Effekt hat, als bei denen, die wirklich aufs Auto angewiesen sind. Und deswegen werben wir dafür, die Diskussion viel differenzierter zu führen. Nicht, ich sag mal, mit der Verkehrspolitik der letzten 50 Jahre jetzt zu sagen, hurra, jetzt können wir mal richtig rein intervenieren und stellen hier mal ein Stück Blech an den Straßenrand, das für jeden, der vorbeifährt, zu jedem Zeitpunkt und für jedes Auto, egal ob sauber oder schmutzig, das Gleiche bedeutet. Das greift zu kurz. Wir werben dafür, deutlich anders auch den Stand der Technik ausnutzend darüber zu diskutieren, wie kann ich Mobilität anders organisieren, aber bitte so, dass ich diejenigen, für die das Auto das Mittel der Wahl ist und teilweise auch noch nicht mal eine Alternative hat, die bitte nicht sauer zu fahren, ohne denen, die eigentlich was anderes wollen, gleichzeitig ein besseres Angebot machen zu können. Und ich fürchte, Teile der Debatte, die wir momentan führen, riskiert in diese Richtung zu laufen. Aber Herr Becker, bleiben wir noch mal kurz bei BMW selber. Was tun Sie? Der Spiegel hat neulich gemeldet, dass die Zeit der fetten Autos vorbei sei und alle Automobilunternehmen, zumindest die ernstzunehmenden, an Kleinfahrzeugen arbeiten würden. Ich konnte es kaum glauben. Ich gucke auf die Straße und sehe sehr viele SUVs immer noch, die kaum aneinander vorbeikommen. Könnten Sie in die Richtung weiterdenken, dass die Autos kleiner werden und man dann auch das quasi bei einer City-Maut oder so weit oder irgendwie berücksichtigen würde, die Größe? Also zunächst mal muss ich mit ein paar Zahlen das schon gerade rücken. 42% der Autos, die BMW verkauft, ist die sogenannte UKL2, das sind Fahrzeuge Golfklasse und drunter. Der 1er ist hier in Berlin bei weitem das am meisten verkaufte Auto. Dann kommt ein X1, dann kommt auch irgendwann ein 5er und ein 3er. In der Verkaufsstatistik ist der X5 auf Rang 101. Also das Bild, was hier auch durch die mediale Debatte erzeugt wird, das trifft in dieser Form nicht zu. Richtig ist, dass wir extrem unterschiedliche Kundenbedürfnisse haben, dass das Segment der Sports Activity Vehicles, wie wir das nennen, massiv gewachsen ist über die letzten Jahre. Aber dass die das Verkehrsgeschehen bestimmen würden, da kann nun, weiß Gott, keine Rede von sein. Okay, das lassen wir mal so stehen. Vielen Dank. Wir kommen einfach mal, Stefan Gent, bevor wir zur Lage in den Innenstädten selber kommen, zu vielleicht der nächsten Leitlinie, weil es geht ja auch darum, wenn wir jetzt die Lage analysiert haben, wo wir denn eigentlich hinwollen. Und da ist nicht nur die Frage, wie viele SUVs wir in der Innenstadt haben wollen oder wie viele kleine Autos, sondern überhaupt, was die Innenstadt in Zukunft sein soll. Und damit kommen wir zur Leitlinie 2, die da heißt, der öffentliche Raum als Marktplatz, Wirtschaftsraum. Bitte schön. Wir reden hier zwar vom Verkehr, Verkehr ist aber ein durchaus wichtiges Thema für den Handel. Für einen starken Handel brauchen wir attraktive Innenstädte. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für Wirtschaft, Handel, Gastronomie, Kultur bedrohen die Lebensqualität in den Städten. Schon vor Corona standen die Innenstädte unter Druck, verödeten teilweise, weil die Kunden und Kundinnen lieber im Internet oder auf der grünen Wiese einkauften. Die Corona-Krise führte zu temporären Geschäftsschließungen und zu einer weiteren massiven Zunahme des Online-Handels. Nur attraktive Innenstädte mit Straßen und einem öffentlichen Raum, in dem Menschen sich gerne aufhalten, können mit dem Onlinehandel konkurrieren. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Leitbild der autogerechten Stadt, das die Städte seit dem Zweiten Weltkrieg prägt, zu ersetzen mit dem Leitbild der menschengerechten, lebenswerten Stadt. Wo wir uns gerne aufhalten, da kaufen wir auch ein. Die Gestaltung des Stadtverkehrs ist dafür ein zentraler Hebel, denn sie entscheidet darüber, wie Flächen verteilt werden und wie Menschen sich fortbewegen können.
Nur allein durch die Förderung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote werden wir keine attraktiven Innenstädte und keine Verkehrswende erreichen. Die Verkehrsflächen sind begrenzt und müssen anders aufgeteilt werden. Dabei sollten Gemeinwohl und Klimaschutz im Vordergrund stehen. Die Kommunen müssen deshalb auch Maßnahmen ergreifen, die den motorisierten Individualverkehr einschränken, zum Beispiel durch die Umwidmung von Parkraum und Autospuren für Busspuren oder Radwege oder auch durch die Erhöhung von Parkgebühren. Das steigert die Attraktivität des öffentlichen Raums und kommt Wirtschaft und Handel zugute. Wo wollen wir also hin? Wie sollen die Städte der Zukunft aussehen? Die Innenstadt von Madrid für Autos zu schließen, hat zu 9,5% mehr Umsatz in den Geschäften geführt. Sagen keine Ökos, sondern die neue Studie einer Bank, so twitterte das neulich Dietmar Oehliger, der bei der European Climate Foundation für Verkehr zuständig ist. Stefan Gent, kann Sie das beruhigen? Ist das die Zukunft? Also ich finde es erstmal super, heute hier sitzen zu dürfen und auch zu Wort zu kommen. Ich hätte gerne auch bei der Studie mitgemacht als HDE, weil wir vertreten die drittgrößte Branche in Deutschland, 3 Millionen Beschäftigte, über 540 Milliarden Euro Umsatz und, was kaum jemand weiß, der deutsche Einzelhandel hat 50 Millionen Kundenkontakte jeden Tag. Nicht unter Lockdown-Bedingungen, sondern unter normalen Bedingungen. Und das sind Kundenverkehre natürlich sowohl in den Innenstädten als auch in den Stadtbezirken, Thema Lebensmittelverkauf. Das heißt, wir sind natürlich angewiesen auf eine wirklich gut funktionierende Logistik. Das war während der Zeit des Lockdowns ja auch sichtbar, dass auch mehr online bestellt wurde, 20-30% mehr online, dass Lieferverkehre in den Wohngebieten so natürlich auch nicht auf Dauer stattfinden können. Da muss man ansetzen. Und wenn wir den Fokus auf die Innenstadt legen, sage ich Ihnen zu Madrid, mag das vielleicht funktionieren, aber so einfach ist die Welt halt nicht. Denn wir müssen natürlich sehen, dass wir, und das stört mich so ein bisschen, über autogerechte Stadt oder dergleichen zu sprechen, wir brauchen eine kundengerechte Stadt. Mhm. Natürlich hat der Einzelhandel ein großes Interesse daran, dass Städte eine hohe Aufenthaltsqualität haben, dass sie attraktiv sind, dass sie klimagerecht sind. Selbstverständlich, auch der Handel kann einen wesentlichen Beitrag zu einer klimagerechten Welt leisten. Tun wir übrigens auch mit vielen Maßnahmen, mit einer Klimaschutzoffensive, die wir jetzt seit 3 Jahren durchgeführt haben und gerne auch die nächsten 3 Jahre noch durchführen. Aber das macht den Einzelhandel vielleicht besonders. Wir müssen vom Kunden denken, genauso wie ich erwarte, dass Städte und Gemeinden vom Bürger her denken und positive Angebote machen. Aber vom Kunden her denken, ich habe noch eine Studie. Ja. Ich habe noch eine Studie aus London. Demnach besuchen Fußgänger 16 Mal im Monat die High Street, also das lokale Geschäftszentrum, mit den Läden für den täglichen oder nicht ganz so alltäglichen Bedarf. Radfahrer machen es 12 Mal und Autofahrer nur 8 Mal. Nun könnte man meinen, Autofahrer kaufen dann mehr, weil sie ja den größeren Kofferraum haben. Stimmt aber nicht. Fußgänger würden bis zu 40% mehr in den örtlichen Läden ausgeben als Autofahrer. Ja, wissen Sie, wenn wir uns an Studien jetzt ranhangeln, kann ich Ihnen auch 10 Studien nennen über den motorisierten Individualverkehr, über die Abhängigkeit des Einkaufsvolumens, wie viele Menschen einkaufen. Gibt es in Deutschland auch. Haben viele Städte gemacht. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Mhm. Sondern wir müssen im Kunden- und bedarfsgerecht denken. In Deutschland wohnen die meisten Menschen nicht in der Innenstadt von Berlin oder Hamburg, sondern in den Regionen. Und natürlich, wenn ich in Berlin mich hier aufhalte, das hat Corona übrigens auch gezeigt, dass die Leute ihren Kiez entdeckt haben und gesehen haben, was um die Ecke ist. Übrigens auch eine Chance für den Einzelhandel, für den fachhandelsorientierten Einzelhandel, den Mittelstand, dass man Kunden erreicht oder Kunden auch wieder kommen und dort einkaufen, wo sie leben. Nicht nur Lebensmittel, sondern andere Dinge. Das heißt, es gibt immer mehrere Facetten und mehrere Chancen. Und wir sehen, was unser Credo ist als HDE, wir müssen sehen, dass wir erreichbar bleiben. Wenn die Städte und Gemeinden nach wie vor den Einzelhandel in der Innenstadt haben wollen und der Hauptbesuchsgrund, sagen auch wieder Befragungen zum Besuch der Innenstadt, ist immer noch das Einkaufen. Wenn Sie das auch weiterhin haben wollen, dann müssen wir den Kunden mitnehmen. Und ich bin kein Freund von Verbots- und Gebotspolitik. Während der Corona-Lockdown-Phase war das völlig anders. Da mussten wir zur Eindämmung der Pandemie uns alle entsprechend verhalten. Natürlich hatten wir dann leere Straßen. Ich habe 2 Wohnsitze in Berlin und in Bielefeld. Und in Bielefeld, als ich dort den ganzen Tag zu Hause im Homeoffice gearbeitet habe, habe ich leere Straßen gesehen und volle Wanderwege, weil bei uns direkt vor der Tür ein Wanderweg hergeht. Jetzt sehe ich wieder volle Straßen und leere Wanderwege umgekehrt. Also genau in dieser Konstellation. Und von daher denke ich, wenn wir Handel in der Stadt betreiben wollen, muss man sehr differenziert vorangehen. In dem Papier steht ja auch beispielsweise drin, das fand ich sehr gut, dass man hier Gespräche führen muss, alle Nutzergruppen mitzunehmen und schauen, welcher Beitrag von wem geleistet werden kann. Ja, aber es gibt halt Regionen auch, wo die Einzugsbereiche so groß sind, aus Sicht des Einzelhandels, Kunden in die Stadt kommen sollen, die möglicherweise dann auf den motorisierten Individualverkehr angewiesen sind. Letzter Satz. Und um in die Stadt zu kommen, eben nicht ÖPNV nutzen können, weil das gar nicht bezahlbar ist. Wie man dann fährt, ob es ein Verbrennungsmotor ist, ein Elektroauto, Wasserstoff oder andere Dinge, ist eine völlig andere Frage. Hier muss man investieren, technologieoffen sein und sehen, was möglich ist, damit wir wirklich die Klimaemissionen eindämmen. Aber man muss den Kunden mitnehmen. Wenn ich eine Verbotspolitik mache wie in London,
und sage, wenn du 16 Pfund zahlst oder noch mehr, dann darfst du in die Innenstadt fahren, ist das weder sozialverträglich noch für die Stadt gut, weil man dann dieses Modell auf deutsche Städte übertragen, es würde nicht funktionieren, denn ich kann als Kunde natürlich problemlos heute online einkaufen, 20-30% Online-Zuwachs. Ich kann auch auf die sogenannte grüne Wiese gehen, die es natürlich noch gibt, weil auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch draußen Planungen zugelassen wurden. Das heißt, ich habe in Deutschland so viele Alternativen, dann habe ich keinen Grund, in die Stadt zu fahren und es wird einem auch leidlich gemacht. Aber Sie sprechen davon, die Innenstadt für den Handel attraktiv zu machen und das heißt, dass Sie auf der einen Seite Ihre Lieferverkehre relativ problemlos hinbekommen und gleichzeitig aber auch eine hohe Aufenthaltsqualität der Einkaufsräume haben. Das ist aber heute nicht der Fall, wenn wir sehen, dass diese ganzen Gebiete zugeparkt sind. Und deswegen komme ich gerne nochmal zu Marion Thiemann. Die Abschlussarbeit war schon ja angesprochen worden zum Thema Parkraummanagement. Was denken Sie, was Städte tun müssen und können, um auf der einen Seite den Handel attraktiv zu machen, aber auch den öffentlichen Raum gerade in Bezug auf Parkraumnutzung eigentlich neu umzuverteilen? Also nochmal zu dem Thema autofreie Innenstadt oder nicht, also und welche Rolle da der Handel spielt. Ich habe mir heute Morgen die Friedrichstraße mal angeguckt und dieses erlebbar machen, dieses selber erfahren, was man eigentlich gewinnen kann, wie sich das anfühlt, das ist total wichtig und ich war absolut begeistert. Wir erklären das mal ganz kurz. Die Friedrichstraße hier in Mitte von Berlin ist seit ein paar Tagen für Autos gesperrt. Stattdessen sind da jetzt Fahrräder und E-Scooter und Fußgänger unterwegs. Danke. Genau, also diese Straße, ich kenne sie auch schon von vorher. Es war einfach die Hölle, gerade als Fußgängerin und Radfahrende musste man da aufpassen, nicht überfahren zu werden und hatte überhaupt kein Sicherheitsgefühl. Und jetzt ist es total anders. Ja, man fährt da lang, es ist leise, man atmet saubere Luft ein und davon war ich einfach total begeistert. Und da, ja, es gibt super viele Studien, die eben zeigen, positive Beispiele, wo es dem Einzelhandel eben gut geht, weil die Attraktivität gesteigert wird, weil niemand Lust hat, sich da aufzuhalten, wo man eigentlich totgefahren werden könnte. Ist ja irgendwie auch logisch. Und deswegen bin ich ganz doll davon überzeugt, dass es weniger Autos braucht insgesamt, auch eben weil neben der Corona-Krise uns ja auch die Klimakrise beschäftigt. Wenn wir Klimaziele einhalten wollen, dann müssen von 3 Autofahrenden 2 Autofahrende umsteigen auf Alternativen. So, das ist eine Riesenherausforderung. Das ist innerhalb von 15 Jahren müssen wir das schaffen. Und da sind Städte eben total wichtig, um voranzugehen, um mutige Entscheidungen zu treffen und um vor allen Dingen auch Tempo in die Verkehrswende reinzubringen. Und gerade nur hin, indem Sie die Kunden mitnehmen und ihnen nicht von vorne sagen, von oben heraus als Politik sagen, du darfst nicht im Auto fahren. Also den Kunden begeistern, ihn positiv mitnehmen. Ich glaube, dann wird es funktionieren. Aber es ist ja positiv, weil ich darf da jetzt auf der... Ich kann als Fußgänger die Friedrichstraße nicht überqueren, weil das eine Radschnellspur geworden ist. Ich habe das mehrfach am Tag versucht. Und der Handel ringsherum hat Riesenprobleme, was Erreichbarkeit anbetrifft. Also das ist kein Beitrag für den Einzelhandel oder Gastronomie, sondern es ist genau so, wie man es nicht machen soll. Fragen wir mal bei Hilmar von Lujewski nach. Wie sehen das denn eigentlich die Städte? Es gibt ja tatsächlich ein paar, mehrere, nicht nur Herr Gent, die kritisch sind gegenüber dem, was da in der Friedrichstraße passiert. Thomas Bareis zum Beispiel als CDU-Mann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, hat sofort getwittert, da wo bisher Verkehr problemlos lief, gibt es jetzt Chaos. Was wird diese Stadt wohl machen, wenn es keine Steuereinnahmen mehr als aus der Autobranche gibt und dann noch die katastrophalen Folgen für Geschäfte und Einzelhandel? Sie ruinieren die Stadt? Hat nicht er gefragt, frage ich Sie jetzt. Also es gibt ja jede Menge knackige Botschaften, weil wir sind ja laufend vor irgendwelchen Wahlen. Aber wenn wir das jetzt mal so auf die Fachpolitik zurückverweisen, dann können wir nur sagen, es geht um die Rückgewinnung von Räumen für Lebensqualität, Bewegungsqualität in den Städten. Und mit einer Ausweisung, einer temporären Ausweisung der Friedrichstraße zu einer solchen Neumischung von Verkehrsarten wird ja nun nicht der Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland, der Autoverkehr in der Bundesrepublik Deutschland torpediert. Da reden wir über Verkehrsleistungen ganz anderer Größenordnung. Und wenn wir uns die Anteile anschauen, dann sind wir heute in Deutschland mit über 80% im motorisierten Individualverkehr unterwegs in der Verkehrsleistung. Das erstmal so für das gesamte Bild. Und diese Verkehrsleistung muss runtergezoomt werden, wenn wir das, was wir gerade gehört haben von Frau Thiemann, die Klimaziele erreichen wollen. Wir haben aber auch noch ein paar Lebensziele und die spielen sich in der Tat in der Innenstadt ab. Und da ist die Korrelation zwischen lebenswerten Räumen, Kaufkraftbindung und Erfolg des Handels ganz klar.
Da schießen wir uns ein bisschen ins Knie, wenn wir alles gleichzeitig wollen, nämlich mit dem Auto vor den Laden fahren, die Logistik sicherstellen und trotzdem lebenswerte Räume haben. Und man kann auch heute natürlich noch in dem Konzept Friedrichstadt und Dorotheenstadt und Luisenstadt in der Berliner Mitte, und das lässt sich übertragen auf viele, viele andere Situationen in deutschen Städten, mit dem Auto in die Innenstadt fahren, weil da gibt es Tiefgaragen, die auch nach wie vor anfahrbar sind. Und wenn die Autofahrenden bereit sind, dafür zu zahlen, dann können sie da auch reinfahren. Da wäre dann die Frage, vielleicht gäbe es noch interessantere Bewirtschaftungskonzepte dieser Tiefgaragen, die ja überwiegend privat sind und überwiegend leer stehen. Also man kommt natürlich mit dem Auto auch noch in die Innenstadt, wenn man das unbedingt braucht. Aber bitte schön so, dass es die Räume, die wir mit zu Fuß gehenden und Radfahrenden stärker genutzt sehen wollen, nicht beeinträchtigen, plus das Thema Verkehrssicherheit. Plus das Thema Aufenthaltsqualität, Gestaltqualität, an diesen Themen arbeiten Handel und Städte ja in vielen, vielen Städten auch gemeinsam. Und da ist, glaube ich, völlig klar, dass es jetzt nicht um Erhalt von Asphaltflächen geht, sondern um Steigerung von Aufenthaltsqualität. Steffen, den Klimawandel, den erledigen wir nicht in den Innenstädten. Da geht es um Lebens- und Aufenthaltsqualität. Da geht es auch um eine Diversifizierung von Nutzung. Das ist eben in Zukunft nicht mehr nur der Handel, sondern das wird hoffentlich auch wieder produzieren und Gewerbe sein. Vielleicht erleben wir ja sogar eine Eindämmung der Ladenmieten, sodass auch andere Nutzungen wieder in die Innenstadt gehen können. Schulen, Kindergärten, Wohnen fällt mir da auch noch ein. Es geht um Belebung und Aufenthaltsqualität und nicht um das Vorfahren mit dem Auto vor dem Laden. Ich glaube, das können wir bezogen auf Innenstadtsituationen ausschließen. Und es gibt auch keine, das muss ich noch kurz ausführen, es gibt auch keine Blaupause. Wie macht man es jetzt richtig? Es gibt Möglichkeiten, tatsächlich auch Fußgängerzonen wieder ein bisschen der Nachfrage anzupassen und einen Raum so zu organisieren, dass da sogar ein Auto fahren kann in Schrittgeschwindigkeit. Die sogenannten geteilten Räume, Shared Spaces. Das ist eine Möglichkeit. An anderen Orten mag es nötig sein, auch sogar Fußgängerzonen auszuweiten, weil die Nachfrage vielleicht sogar größer wird, weil Imageträger Innenstadt läuft. Also wir haben keine Blaupause dafür. Das werden wir an jedem Ort einzeln mit den Akteuren zu entscheiden haben. Und das tun die Städte auch mit Handel, mit Öffentlichkeit, mit den Verkehrsverbänden und Verbünden, um auch die Alternativen, die angemahnt worden sind, zu liefern. Mhm. Herr Gent, sagen Sie doch noch mal ganz kurz, auch als Antwort auf Herrn von Rujaski, ja. Welche Rolle sehen Sie für das Auto in der Innenstadt in der Zukunft? Die Frage ist viel zu kurz gesprungen, um das mal zu sagen. Es geht lange nicht darum, mit dem Auto vor die Ladentüre zu fahren. Das weiß Herr von Rujaski auch, da sind wir lange drüber hinaus. Das war in den 70er, 80er Jahren ideologisch diskutiert. Ich bin dafür, heute ideologiefrei, übrigens auch parteiübergreifend, Mobilitätskonzepte anzugehen. Natürlich muss ich als Kunde nicht mit dem Auto vor die Ladentür fahren, sondern ich muss halt ein vernünftiges Angebot bekommen. Das heißt, was ich zur Friedrichstraße nur gesagt habe, das ist eine temporäre Geschichte, kann man machen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dahinter steht aber ein fehlendes Konzept. Man hat kein Gesamtkonzept gemacht, um die Verkehre dort an der Stelle zu führen. Das ist, verstehe ich auch so. Aber wenn man richtig in die Verkehrsplanung, Stadtentwicklungsplanung reingehen will, muss man Mobilitätskonzepte machen. Und da geht es eben nicht nur alleine um das Auto als solches, sondern um eine Mobilität, ich sage Mobilitätswende, dahingehend, dass man den Kunden und Verbraucher eben abholen soll. Und dazu gibt es gute Konzepte in Deutschland, aber auch in den Nachbarländern. Ob das in Holland beispielsweise ist oder auch in den skandinavischen Ländern wie in Dänemark, kann man sich das anschauen. Und natürlich gibt es Kunden, wie Herr Becker auch gesagt hat, die möglicherweise keine andere Alternative haben, als mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Pendler, Berufspendler und dergleichen. Übrigens wird das ja auch eine erhebliche Änderung nochmal bedeuten, das Thema Homeoffice im Verhältnis zu dem, was wir vorher hatten. Auch das muss man bewusst natürlich nachvollziehen. Wofür wir sind als HDE und als Vertreter des Handels ist, dass wir natürlich Städte haben müssen, die einen Spannungsbogen haben. Ich will auch nicht nur Einzelhandel in einer Stadt haben, das hilft mir auch nicht, sondern Wohnen, Arbeiten, Bildung. Und Herr Lewski sprach da sogar schon von Produktion, Gewerbe wieder in die Stadt zu holen. Das heißt übrigens auch, dass dann etwas stattfindet, was möglicherweise Lärm verursacht und Verkehre verursacht. Deshalb braucht man eben Konzepte, um so etwas zu fassen. Das heißt, wir brauchen eben eine ideenreiche Innenstadt, die nicht nur auf den Einzelhandel selber baut, aber man muss halt auch schauen, welche Voraussetzungen der Handel braucht, um erreichbar zu bleiben. Und da kann das Auto eine Rolle spielen.
In Berlin nutze ich das Auto zum Einkaufen überhaupt nicht. Ich wohne am Saviniplatz mitten in Berlin. Ich fahre mit den Öffentlichen. Und in Bielefeld? Und in Bielefeld sieht das anders aus. Ich wohne dort nur 10 Minuten von der Innenstadt entfernt, aber mitten im Naturschutzgebiet, wunderschön. Wenn ich dort einkaufen will, brauche ich das Auto, weil die nächste Bushaltestelle ist 2 Kilometer entfernt und ich kann nicht den Anspruch haben, dass die Stadt mich dann direkt an der Grundstücksgrenze abholt. Aber sagen Sie, individuelle Konzepte sind natürlich wichtig. Ja, aber sagen Sie mal, wenn Sie das große Konzept fordern, wir haben vorhin gehört, wir sind jetzt in einer Sandkiste und es ist auch ganz gut zu experimentieren. Braucht man nicht auch solche Experimente wie in der Friedrichstraße, um mal zu schauen, was da passiert und ob es funktionieren kann? Also wir sollten uns nicht in der Friedrichstraße festbeißen. Also ich habe das gesehen, das ist eigentlich ein Experiment, um Aufmerksamkeit zu erzielen, aber es ist nicht kein Konzept, was wirklich zu Ende durchdacht ist. Die Friedrichstraße leidet erheblich unter Frequenzrückgängen. Sie ist eine sichere Straße gewesen, ist kein Unfallsperrpunkt gewesen. Als Fußgänger konnte man sich dort auch bewegen. Als Radfahrer in Mitte sieht es anders aus, wobei ich erlebe häufiger eher, dass ich als Fußfahrer äußerst Acht geben muss, weil Radfahrer mich sonst von der Straße anfahren, weil dort offensichtlich keine Verkehrsregeln gelten. Nochmals, die Friedrichstraße ist überhaupt nicht das Beispiel. Dann gehen wir nach Wien. Haben Sie schon mal mit der Wirtschaftskammer in natürlich. Wien gesprochen? Gute Kontakte in Wien, meine Damen und Herren, da müssen wir mal kurz hinschauen. Da schaffte es nämlich die Maria-Hilfer-Straße, eine große Einkaufsstraße zum Politikum. Das war vor gut 5 Jahren, als sie umgebaut werden sollte. Und die Wirtschaftskammer und Handelsverbände, die wetterten dagegen. Heute sind die Autos bis auf den täglichen Lieferverkehr raus aus dieser Straße. Und was sagt die Wirtschaftskammer jetzt? Hören und sehen Sie selbst. Andreas Dillinger von der Wirtschaftskammer Wien, wir haben ihn befragt. Viele Ängste erscheinen im Rückblick eigentlich als vollkommen unbegründet. Und hätte es damals vielleicht schon eine Begegnungszone gegeben, die man sich ansehen hätte können, wären vielleicht viele Fragen gar nicht gestellt worden, sondern man hätte, und das glaube ich, ist die Stärke einer Begegnungszone, sich wirklich auf die sehr ortsspezifischen Bedürfnisse konzentrieren können, um so die Planung und am Ende des Tages auch die Implementierung so gut wie möglich mit den natürlich immer eingeschränkten budgetären Mitteln durchführen zu können. In Wien konnten wir lernen, dass die Begegnungszone kein Patentrezept ist, um zum einen die Attraktivierung der Innenstädte an jedem Ort perfekt durchzuführen und zum anderen natürlich auch die Umweltherausforderungen, denen wir in Europa überall gegenüberstehen, wirklich nachhaltig zu lösen. Was wir aber schon gelernt haben aus den Begegnungszonen, ist zum einen, dass die Passantenfrequenzen steigen. Es sind mehr Leute auf den Straßen unterwegs. Es wird mehr im öffentlichen Raum gesessen, gespielt, gegangen, erlebt. Auch bei den Touristinnen und Touristen in der Stadt sind die Begegnungszonen Orte, wo man sich gerne aufhält. Sei es vorm Schaufenster, sei es in einem Gastgarten bei einem Eis. Was wir auch gelernt haben, ist, dass Begegnungszonen, wenn sie umgebaut, attraktiviert werden, mit einem positiven Image aufgeladen werden. Dieser lässt sich nicht eins zu eins in Umsatzsteigerungen münzen, trägt aber doch dazu bei, dass die Innenstadt jetzt nicht nur als Geschäftszentrum gesehen wird oder als kulturelles Zentrum, sondern auch als ein attraktiver Freizeitraum. Und das ist natürlich in Zeiten der Digitalisierung, des Onlinehandels und der Einkaufszentren ein Asset, das man anders nur schwer erreichen kann. Stefan Gent. Ja, es sind viele richtige Aussagen getroffen worden, insbesondere, dass es kein Patentrezept für alle Städte gibt, sondern es klang eben auch schon an, dass man Konzepte vor Ort finden muss, dass man die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen muss. Und die Begegnungsräume jetzt in Wien, das wäre das Modell unserer Fußgängerzone, was ja auch variantenreich mittlerweile geworden ist in Deutschland. Und natürlich geht es auch teilweise darum, dass man Fußgängerzonen auch in Deutschland zurückgebaut hat, weil sie zu groß geworden sind oder andere Bereiche neu als Fußgängerzone ausgewiesen hat. Das heißt, man braucht das individuelle Konzept vor Ort. Man muss die Beteiligten an einen Tisch holen, die Städteplaner, genauso natürlich wie die Nutzer. Das sind sowohl die Fahrradfahrer als auch Fußgänger als auch den Handel und ein gemeinsames Konzept finden. Das heißt, es gibt hier niemanden, der sagen kann, so soll es sein und so muss es sein. Und auch natürlich für die Kunden, die beispielsweise auf den Individualverkehr angewiesen sind, muss ich natürlich schauen, gibt es dort Angebote, Park and Ride. Das ist alles nicht neu, sondern wir haben das alles in den 90er Jahren, 80er Jahren intensiv diskutiert. Es gibt viele Patentrezepte in der Schublade, die man individuell anpassen muss und umsetzen muss. Wenn man den Handel in der Stadt behalten will, muss man aber auch davon ausgehen, dass wir dort mehr Frequenzen haben. Wir wollen ja auch Frequenzen, dass da auch mehr stattfindet. Die Frequenzen, die erreichen wir nur über den Umweltverbund.
Die U-Bahn und die Radfahrenden und die zu Fuß gehenden kippen ihnen so viel Kunden, potenzielle Kunden vor die Türen des Einzelhandels, wie es der Autoverkehr nie im Leben könnte. Ne? Das ist ja auch zu dann sind, wenn wir uns da einig sind, gegen ÖPNV auszuspielen, das ist nicht wenn, der Punkt. Wenn wir uns da einig überhaupt sind, nicht. Ist das wunderbar. Nur dieses numerische Element allein, Fakten, 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 dieses numerische Element zeigt uns ja, dass wir da andere Konzepte brauchen als die Menschen, im Auto mit 1,4 Personen im Durchschnitt besetzt, zum Einzelhandel zu führen, sondern wir brauchen einen Raum, der es gestattet, den Menschen auf eine Weise dahin zu kommen, dass sie ihre Sachen sei es mitnehmen oder nach Hause gebracht bekommen. Also das ist eine Anforderung an den Handel. Und wir brauchen ein System, das es gestattet, allen in angenehmem Umfeld, in der Tat nicht durch Kampfradler gestört, bin ich ja bei Ihnen, in einem angenehmen Umfeld Einzelhandel frequentieren zu können und alles andere, was Innenstadt ausmacht. Wir hatten vorhin gesagt, Sie hatten vorhin gesagt, der Einzelhandel ist das konstituierende Element der Innenstädte. Ich würde eher sagen, der Einzelhandel ist ein konstituierendes Element. Viel ist auch immateriell. Warum gehen die Menschen in die Innenstadt, um sich auszutauschen, um sich zu treffen, um zu streiten, um miteinander zu sein, um sehen und gesehen zu werden? Also es gibt viele Elemente, die da zusammenlaufen. Und der Einzelhandel ist fraglos ein entscheidendes. Er sagt kundengerecht. Was würden Sie sagen? Städtergerechte Stadt? Lebensgerechte Stadt? Ich würde immer sagen, lebenswert, auch wenn das ein bisschen abgedroschen ist. Wir müssen es runterbrechen. An jedem einzelnen Standort müssen wir es ein ums andere Mal diskutieren, was uns an diesem Standort am wichtigsten ist. Und wie wir dann die Hierarchie der unterschiedlichen Nutzung räumlich organisieren. Ich habe auch noch eine kleine Gegenrede, Herr Gent, weil Sie sagten, die meisten leben ja nicht in der Innenstadt. Die meisten leben aber in innenstadtnahen Gebieten, weil und zwar in relativer Relation, weil da nun mal die größte Dichte ist. Und ich finde, dafür, dass die Menschen in großer Dichte leben, müssen wir ihnen dann auch öffentliche Räume zuweisen können, die diese Dichte nicht nur kompensieren, sondern qualitätvoll machen. Und diese öffentlichen Räume sind nicht Asphalt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb wir im Städtetag sagen, Asphalts, ne? Um Gottes Willen, ich deshalb sagen wir auch, wir müssen ein bisschen plakativ auch dem Auto tatsächlich wieder Räume entreißen. Ja, das ist durchaus auch ein politischer Kampf. Der muss in jedem Verkehrsausschuss, in jedem Stadtparlament ausgetragen werden. Nicht die Einkaufsverkehre das Problem sind, sondern die Pendlerverkehre. Die Leute mit dem Auto als Pendler in die Stadt fahren. Nicht die Einkaufsverkehre sind das Hauptgros der Individualverkehre in den Innenstädten. Das wissen wir natürlich auch. Wir gehen mal kurz zu Thomas Becker, weil der gerade gesagt hat, welche Rolle wird das Auto in Zukunft in den Innenstädten haben? Ich stelle die Frage nochmal an Sie. Also für mich ist eine entscheidende Frage, dass wir nicht, ich sage es mal auch aus politisch-symbolischer Motivation, einfach irgendwelche Interventionen über der Stadt und über den Leuten, die da arbeiten, einkaufen, leben, abwerfen und dann sagen, so muss das jetzt laufen. Diese Logik, ich muss nur, ja, jetzt mal auch so ein bisschen dieser gewalttätigen Metaphorik von entreißen, ich muss es nur für die, die das Auto eigentlich fahren, möglichst ätzend machen, dann werden die schon irgendwann umfahren, dann werden die öffentlichen Fahrverkehr nehmen, dann werden die Fahrrad fahren. Das funktioniert jetzt seit 40 Jahren nicht. Und es gibt ja auch ein paar, sage ich mal, scheinplausible Annahmen, die in einer näheren Überprüfung nicht unbedingt standhalten. Wenn Sie sich zum Beispiel Kopenhagen angucken, die berühmten Fahrradautobahnen, wo es ja hieß, damit wird das Auto zurückgedrängt. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, sehen Sie, dass die Leute, die auf dem Fahrrad sind, Kurzpendler sind, die vorher in der U-Bahn und im Bus saßen. Das Auto ist konstant. So, das heißt, die Frage, wie organisiere ich Mobilität gerade in Innenstädten, ist für mich eine Kernfrage der Diskussion zwischen den Beteiligten und einer Politik, die vorher wirklich sauber analysiert, wer fährt, warum, wohin. Was sind die Bedürfnisse der unterschiedlichen Beteiligten? Und da ist es ein Unterschied, ob Sie an Saturnmarkt auf der Kaufingerstraße sind, wo seit 20 Jahren Fußgängerzone ist, oder ob Sie ein Hotel in der Innenstadt sind, die darauf angewiesen sind, dass einer mit dem Auto davor fahren und seine Koffer abwerfen kann. Bevor und das bitte muss man erst analysieren, diskutieren. Und wir setzen uns, das kann ich allerdings sagen, gerade in München, unserem Heimatstandort, auch zusammen mit der IHK, mit anderen Unternehmen. Und ich glaube, in einem guten Dialog mit der Stadt dafür ein, das Thema urbane Mobilität in der Münchner Innenstadt in dieser Form neu zu diskutieren und zu fragen, wie kann man mit verschiedenen Angeboten hier zu einer sauberen Lösung kommen. Und die heißt weder
in der historischen mittelalterlichen Altstadt an jede Ecke mit dem Auto zu fahren, heißt aber auch nicht, das Auto draußen vor der Stadt abzustellen, sondern bedeutet, über Parkraum zu diskutieren, über Bewirtschaftung zu diskutieren, über den Verbund von Verkehrsträgern zu diskutieren und heißt vor allen Dingen, das Potenzial, was digitale Technologien heute bieten, für differenzierte Steuerung zu unterschiedlichen Zeiten, für unterschiedliche Leute, dieses mal endlich auszureizen. Und nicht, ich sag mal, mit dem Blech am Straßenrand nach alter Väter Sitte zu sagen, Schluss für alle, zu jeder Zeit und mit jedem Fahrzeug. Aber Herr Becker, eine Gegenrede müssen Sie zulassen zu Kopenhagen. In Kopenhagen haben wir drei Elemente. Wir haben eine klare Strategie gehabt, 50 Jahre lang jedes Jahr 1% weniger Parkraum. Weniger Parkraum im öffentlichen Raum. Und wir haben eine zweite Strategie, öffentliche Räume so umzubauen, dass es sich schlichtweg automatisch aufdrängt, dass das Fahrrad das gesündere, das schnellere, das bequemere Verkehrsmittel ist. Und wenn Sie sich die Provenienz der Fahrradfahrenden anschauen, dann haben wir da einen großen Mix an Kurzpendlern, an Pendlern, die bivalent fahren, also aus einer S-Bahn kommen und dann Rad fahren, vice versa, und auch an Langpendlern, 15 Kilometer, ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Das Interessante ist, dass es dahinter, und das entspricht ja auch der Forderung von Herrn Gent und Ihnen, eine Strategie gab. Die Ausgangsposition in Kopenhagen und in deutschen Städten war genau die gleiche. Schauen Sie sich die Bilder mal an der Marktplätze in den 60er Jahren. Da stand überall das gleiche Blech rum. Nur die sind gestartet und wir haben diskutiert. Und ich möchte eigentlich nicht weiter diskutieren und auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen in den Städten wollen jetzt eigentlich, nachdem wir jetzt 30 Jahre Verkehrswende diskutiert haben, eigentlich mal machen. Und dieser Bruch, den uns Covid-19 jetzt beschert, hat da ja auch eine Chance, birgt ja auch eine Chance auszuprobieren. Wir haben ja ein schönes Kapitel in den Leitlinien auch zum Experimentieren. Zurückzuholen, das finde ich auch wichtig, zu sagen, hat nicht funktioniert, müssen wir anders machen. Oder aber auch zu verstetigen. Und nichts anderes, glaube ich, beabsichtigen die meisten Städte, die jetzt solche Experimente auch fahren. Deshalb ist es wichtig, dass man sich dazu äußert. Deshalb ist wichtig, dass wir dazu auch eine ordentliche Empirie und eine Forschungsbegleitung machen, um danach zu wissen, was können wir verstetigen. Weil irgendwann müssen wir die Köpfe und auch die Herzen der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer erreichen, wenn wir Veränderungen wollen. Das ist der immaterielle Aspekt. Da gucken wir gleich nach, aber Christian Hochfeld hat gleich noch eine Frage. Ich wollte eigentlich überleiten zum nächsten Thema, weil wir haben jetzt viel über das Thema Pendeln gesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich in unseren Augen auch so etwas, was immer wieder diskutiert wird, was aber immer noch ein blinder Fleck eigentlich in der Verkehrspolitik ist, wirklich Pendlerstrategien für die Städte durchzuführen. Und da spielt natürlich das alternative Angebot zum PKW eine große Rolle, weil niemand sozusagen wird auf ewig mit dem Auto in die Innenstadt fahren können, insbesondere wenn der Speckgürtel wächst oder der Anteil der PKW wächst. Deshalb, glaube ich, ist es wichtig, sich jetzt anzuschauen, wie man in der Krise, gerade in der Krise, jetzt das Thema Angebot an ÖV, aber auch an aktiver Mobilität, an Rad- und Fußverkehr ausbauen kann. Und ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Leitlinien vorgestellt bekommen. Genau. Nochmal, Anne Klein-Hildpass. Der ÖPNV ist der Verlierer der Krise. Ihn hat es besonders hart getroffen. Mit dem Shutdown brachen die Fahrgastzahlen und die damit verbundenen Erlöse drastisch ein. Auch wenn sich die Anzahl der Fahrgäste aktuell wieder erhöht, der ÖPNV ist noch nicht wieder bei seiner alten Stärke angelangt. Und das, obwohl Studien mittlerweile belegen, dass das Ansteckungsrisiko im ÖPNV auch nicht höher ist als anderswo. Wurden vor der Corona-Krise volle Busse und Bahnen hingenommen, fehlt heute die Akzeptanz für überlastete Waggons und Busse völlig. Es gilt also, wieder Vertrauen und Nachfrage der Kunden und Kundinnen in den ÖPNV zurückzugewinnen. Hier wird von den Verkehrsunternehmen tatsächlich schon einiges unternommen. Dazu zählen neben der Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes weitere Hygienemaßnahmen, veränderte Angebotsplanungen mit einer Erhöhung des Platzangebots sowie kurzfristige Kapazitätserweiterungen, also möglichst viele oder längere oder zusätzliche Züge und Busse einzusetzen. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise wird häufig von einem Digitalisierungsschub gesprochen. Auch im ÖPNV kann die Digitalisierung helfen, Angebote zu verbessern und Vertrauen zurückzugewinnen.
So kann ein Digitalisierungsschub im öffentlichen Verkehr dazu beitragen, lange geplante Vorhaben in Richtung elektronisches Ticket voranzubringen, beispielsweise über kontaktlose Fahrscheinkaufmöglichkeiten zu maßgeschneiderten Tarifen, die den veränderten Ansprüchen der Fahrgäste gerecht werden. Der Digitalisierungsschub ist notwendig für verbesserte Fahrgastinformationen über Abfahrt, Route und Auslastung, sodass volle Fahrzeuge vermieden werden können und vor allem auch für die enge Verzahnung von Umweltverbund und neuen Mobilitätsdienstleistungen wie dem Bikesharing, dem Ridepooling oder dem Carsharing. Das alles muss leicht und bequem zu handhaben sein. Nur so kann es gelingen, Vertrauen und somit auch Fahrgäste zurückzugewinnen und auch hinzuzugewinnen und zu einer tatsächlich attraktiven Alternative zum Auto zu werden. Diese gesteigerten Anforderungen treffen auf einen ohnehin schon immensen Finanzierungsbedarf. Wegbrechende Einnahmen durch sinkende Ticketerlöse und steigende Ausgaben für Hygienemaßnahmen reißen eine Lücke in die ÖPNV-Finanzierung. Und auch die notwendige Digitalisierung erfordert zusätzliche Finanzmittel. Für die Verkehrswende brauchen wir jedoch ein breiteres und besseres Angebot, als dass das heute der Fall ist, einen attraktiven ÖPNV nicht nur in großen Städten, sondern auch in kleineren Gemeinden. Wir brauchen eine Angebotsoffensive. Die bisherige Finanzierung, bestehend aus zwei Säulen, Fahrgeldeinnahmen und Mittel aus Steueraufkommen, wird langfristig nicht ausreichen, die notwendige Angebotsqualität aufrechtzuerhalten und weitere Kapazitäten zu schaffen. Auch ein Rettungsschirm der Bundesregierung hilft langfristig nicht. Um den ÖPNV langfristig auf finanziell sichere Beine zu stellen, benötigt es zur Ergänzung eine dritte Säule, die sogenannte Drittnutzer- oder Nutznießerfinanzierung. Und last but not least, für einen starken Umweltverbund braucht es einen starken Rad- und Fußverkehr. Die Corona-Krise hat das Bewusstsein für den Wert des Gehens und Radfahrens erhöht, sowohl als resiliente Mobilitätsoption als auch als Form der Gesundheitsprävention. Viele Menschen sind auf das Rad umgestiegen, wie der Nachfrageboom in den Fahrradgeschäften eindrucksvoll belegt. Dabei wurde deutlich, dass für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, oft nicht genügend Platz vorhanden ist, schon gar nicht, wenn dabei Abstandsregeln eingehalten werden sollen. Vorübergehend eingerichtete Geh- und Radwege haben in der Krise gezeigt, wie der Raum anders aufgeteilt werden kann. Der Radverkehr kann dabei sowohl den geschwächten ÖPNV unterstützen, als auch unsere ohnehin schon stark belasteten Städte und Ballungsräume vor dem Verkehrskollaps bewahren. Denn ein Mehr an Autos vertragen die Städte und die Verkehrsinfrastrukturen nicht. Schon vor der Krise waren die Kapazitäten meist mehr als ausgelastet. Der Umweltverbund braucht Platz. Und das gilt auch und ganz besonders für den Fuß- und Radverkehr. Kommunen sollten diesen Umstieg aktiv unterstützen. Die Infrastruktur ist daher für aktive Mobilität zu erweitern. Für den Radverkehr braucht es sichere Radwegenetze, die über die Innenstädte hinaus auch Städte mit dem Umland verbinden und vorhandenes Potenzial Richtung Pendlermobilität heben. Für den Fußverkehr braucht es vielerorts noch ein geschärftes Bewusstsein über die Potenziale des Zu-Fuß-Gehens. Das müssen wir nochmal aufdröseln. Wir gehen das jetzt nochmal einzeln durch. Wir schauen uns an, zuerst, was ist mit dem ÖPNV? Dann schauen wir auf das Rad und natürlich auch auf den Fußverkehr, über den ja lange Zeit gar nicht so viel geredet worden ist. Mit dem deutschen Auto ist es wie mit dem Fußball. Nichts kann seiner Popularität etwas anhaben. Keine Krise, kein Skandal und Thomas Becker, Entschuldigung, kein Beschiss. Das hat so mal ein Zeitkollege geschrieben, worauf ich hinaus will. Was lässt sich dem entgegensetzen, um die Leute dann tatsächlich in die U-Bahn zu holen? Das war ja schon vor Corona gar nicht so einfach. Nun ist die BVG das größte Nahverkehrsunternehmen in Deutschland und auch bekannt für seine Kampagne »Weil wir dich lieben«. Und ich glaube, Hilmar von Lojewski, vielleicht haben Sie eine Idee, was für eine Kampagne müsste da eigentlich die nächste jetzt sein, um das Vertrauen in den ÖPNV zurückzugewinnen? Und dafür verdiene ich eindeutig zu wenig, um jetzt so aus dem Ärmel eine Kampagne zu schütteln. Weil wir dich lieben, ist ja mit der Selbstironie schon wirklich ganz gut gewickelt.
Aber um den Ernst der Situation uns nochmal vor Augen zu führen, wir wissen alle miteinander nicht, wie es in 21 weitergeht. Vor der Hacke ist es duster. In 20 hat außergewöhnlich die Bundesregierung geholfen und die Länder auch mitgezogen. 2,5 Milliarden Euro Defizitausgleich für den ÖPNV, da kriegt der Handel große Augen, plus die gleiche Summe von den Ländern. Defizitausgleich für ausgefallene Fahrgelder, für ausgefallene Beförderungsentgelte, wie das so schön heißt. Damit ist erstmal Sicherheit in den Verkehrsunternehmen und Betrieben, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht, weil die Entgelte in 21 vermutlich noch nicht das alte Niveau wieder erreicht haben werden. Die Ausbau-, Erneuerungs- und Austauschplanungen aber natürlich in vollem Gange sind. Der Bund hat dazu erheblich was beigetan, hat etwas gemacht, womit die alten Fahrensleute, die seit 15 Jahren sagen, die Gemeindeverkehrsfinanzierung muss erhöht werden, womöglich gar nicht mehr gerechnet haben, von 330 Millionen auf 2 Milliarden ab 2025. Das ist wirklich außergewöhnlich und ein echter Markstein in Richtung Verkehrswende, Klimaschutz. Also das große Thema, Verkehrsleistung zu verlagern vom motorisierten Individualverkehr in den ÖPNV. Wir wissen tatsächlich nicht, wie es weitergeht, aber wir sammeln alle Kräfte, dass es weitergeht. Mhm. Und das Momentum, das im ÖPNV drin gelegen hat, vor der Pandemie, auch wieder aufgenommen werden kann. Dafür müssen wir, wie vorhin auch bei dem Thema, in die Köpfe, das Verhalten auch wieder beeinflussen, Sicherheit vermitteln, Attraktivität, Kundenorientierung, nicht Angebotsorientierung, sondern Nachfrageorientierung, so dass Herr Gent dann auch in Bielefeld von einem Floating Service vor seiner Haustür abgeholt wird, um gefahren zu werden. Ich glaube auch, dass er dafür bereit ist, das doppelte Entgelt des normalen Fahrscheins in den Bielefelder Verkehrsbetrieben zu zahlen. Und so geht es vielen. Wir brauchen maßgeschneiderte Angebote. Da hilft die Digitalisierung. Das ist eine der wichtigen Leitlinien. Da hilft auch die Öffnung des Marktes, soweit man dann in diesem Markt auch einen Beitrag leistet zum Modal Split und sich einfügt in die Nahverkehrskonzepte der Kommunen. Sprich all das, was wir mit Ridesharing und Ridepooling etc. Im Moment diskutieren. Das Personenbeförderungsgesetz wird ja gerade heiß gekocht. Und wir gucken mal, was da auf die Teller kommt. Mhm. Marion Thiemann, hier war eben immer so im Raum der Vorwurf, die Leute, die die Verkehrswende vorantreiben, also Sie zum Beispiel, würden den Leuten etwas aufoktroyieren. Dem kann man ja vielleicht etwas entgegensetzen, diesem Eindruck, wenn man den ÖPNV tatsächlich so attraktiv macht, dass jeder freiwillig sich dort einen Platz sucht. Wie machen Sie das? Wie retten Sie den ÖPNV? Also zum einen kann ich mich da anschließen, es braucht einfach Kampagnen, es braucht ganz viel Kommunikation. Und ich glaube, in dem Punkt kann der ÖPNV auch wirklich was von der Autoindustrie lernen. Nehmen wir das Beispiel sauberer Diesel, dieses Framing, es war allen klar, Diesel kann nie sauber werden. Aber genau diese Kommunikation, diese Marketingkampagnen, die bräuchte es jetzt für den ÖPNV als sauberer ÖPNV. Denn es gibt keine Nachweise dafür, dass die Ansteckungsrate im ÖPNV wirklich höher ist. Es geht also um eine irrationale Unsicherheit, die auch total verständlich ist. Viele Menschen meiden dann Bus und Bahn einfach durch diese Unsicherheit, aber wenn man sich dann die Fakten, die Zahlen dahinter anschaut, dann sehen wir, dass der ÖPNV doch sicher ist, sauber ist, wenn man eben bestimmte Vorkehrungen trifft, ihn desinfiziert regelmäßig, das Angebot ausweitet, damit eben auch Abstände eingehalten werden können, vor allen Dingen auch die Leute, die die Kurzstrecke Bus und Bahn nutzen, rauslockt auf sichere Radwege, zum Beispiel über Pop-up-Radwege, damit die Langstrecken Bus und Bahn fahren, dann eben auch einfach ausreichend Abstand einhalten können. Das ist das eine. Das andere, was ich sehe und was mir auch wirklich Sorgen macht, ist dieser Flickenteppich von Bußgeldern, was die Maskenpflicht angeht. Also es kann einfach nicht sein, ich finde so, am Anfang von Corona haben wir alle so diese Solidarität so wahrgenommen, ne? Diese Nachbarschaftsnetzwerke, dass füreinander eingekauft wurde, gerade wenn es irgendwie um Gruppen gab, gegen die eben ja, besonders gefährdet durch Corona sind. Und diese Solidarität, die wünsche ich mir auch für die Verkehrswende, die wünsche ich mir auch im ÖPNV. Und das heißt auch, dass wenn sich jemand dafür entscheidet, keine Maske im ÖPNV zu tragen, dass entsprechende Bußgelder eben als Konsequenz tragen muss. Und die müssen einheitlich sein, die müssen hoch sein. Und natürlich
Natürlich wird es immer Ausnahmen geben, wenn Leute wirklich AsthmatikerInnen sind etc. Aber dass einfach klar sein muss, nur weil ich mich dem jetzt widersetze, heißt das nicht, dass ich nicht auch entsprechende Konsequenzen tragen muss. Weil es kann einfach nicht sein, dass so viele andere Menschen, die dann im ÖPNV sitzen, dadurch gefährdet werden. So, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das braucht keine Ausnahmen. Es gibt andere Instrumente, ne? Klarsichtscheibe etc. Oder sowas, genau. Schauen wir mal, wie irrational die Menschen da tatsächlich sind. Ob das so ein Sicherheitsgefühl ist und ob es nicht vielleicht auch mehr darum geht, ach, ich brauche jetzt doch nicht den ÖPNV zu nutzen. Das Auto ist so bequem und jetzt habe ich noch einen weiteren Grund. Dazu haben wir die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher von der Universität Wien befragt. Die Ergebnisse hören Sie jetzt. Also wenn man sich nicht anstecken möchte, dann ist es natürlich am sichersten, wenn man überhaupt nicht mit anderen Personen in Kontakt kommt. Der Teil der Mobilität wird aber wahnsinnig überschätzt im Sinne von Ansteckungsrisiko. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn wir über Mobilität, also wenn wir im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, die meisten sind Alleinreisende. Und das ist gar keine irrelevante Größe in dem Zusammenhang. Weil alleinreisende Menschen sind in der Regel still, die unterhalten sich nicht, die halten den Mund. Das heißt, irgendwie so, da ist sehr viel weniger Möglichkeit, um diese Tröpfchen, die ja Hauptinfektionsüberträger sind, überhaupt rauszuprusten. Ganz anders als beispielsweise, wenn ich ins Restaurant gehe oder in eine Bar, wo ich mich mit Freunden treffe oder Bekannten und mich mit denen unterhalte. Hier ist das Infektionsrisiko de facto sehr viel höher als im öffentlichen Verkehr. Aber wir Menschen, wir sind ja nicht unbedingt so wahnsinnig rational, wenn wir über unsere Verhaltensentscheidungen nachdenken. Und vor allem Mobilität ist jetzt nicht unbedingt etwas, was wir so an sich als belohnende Verhaltensweise sehen, sondern es ist vielmehr so, dass wir eben in die Bar wollen wir unbedingt gerne, wir wollen unbedingt unsere Freunde treffen und dafür nehmen wir dieses Risiko in Kauf, während Mobilität, da können wir, also wir können ja von A nach B auch anders kommen und vielleicht ist es eh bequemer, das Auto zu nehmen, das vor der Haustüre steht und jetzt habe ich noch eine Ausrede dafür, warum ich das Auto nehmen darf und nicht aus Klimaschutzgründen öffentlichen Verkehr benutzen sollte. Stefan Genz, Sie wirkten gerade so gar nicht überzeugt von dem Ansteckungsrisiko, das dort beschrieben worden ist. Im Umkehrschluss müsste man dann ja sagen, okay, dann müssen wir halt die U-Bahn großzügig ausbauen. Wir brauchen mehr Platz, gerne auch nochmal WLAN, damit man sich da so richtig wohlfühlt und es sich bequem machen kann. Die Frage ist, wo soll das Geld dafür eigentlich herkommen? Naja, zunächst muss man mal sagen, das klang ja auch in dem Beitrag an, während der Zeit des Lockdowns hat der gesamte Lebensmitteleinzelhandel geöffnet und dort gab es kein erhöhtes Ansteckungsrisiko, obwohl man dann auch 15, 20 Minuten im Supermarkt ist. Das hat alles funktioniert, auch mit Abstand, Solidarität, Mundschutz gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil in Deutschland gar keine Masken da waren, das vergisst man so schnell. Es hat trotzdem funktioniert, aber die Leute verhalten sich ja irrational. Das heißt, sie haben ein Unsicherheitsgefühl und gehen deshalb möglicherweise eben auch nicht in den ÖPNV. Und wir haben nach wie vor in den Innenstädten also mindestens 30%, teilweise noch mehr Umsatzfrequenz und Passantenfrequenzrückgänge im Verhältnis zum Vorjahr. Das heißt, der innerstädtische Handel leidet massiv, währenddessen andere Branchen wieder relativ normal laufen, weil die Leute einfach nicht in die Stadt gehen, übrigens dann auch den ÖPNV nicht nutzen müssen, weil sie eben nicht das Bedürfnis haben, in die Stadt zu gehen, weil sie sich da unsicher fühlen, vielleicht weil sie auch nicht sehen, dass sie jetzt einen neuen Anzug, ein neues T-Shirt, ein neues Kleid kaufen wollen. Da haben wir ein Riesenproblem in den Innenstädten und uns ist es letztendlich ja egal, wie der Kunde kommt, nicht ganz egal, aber wir sind natürlich froh über jeden Kunden, der in die Stadt kommt und offensichtlich ist der ÖPNV für ihn sehr unsicher. Mit allem, was wir täglich erleben, wenn Sie in Berlin, und ich lebe ja nicht in Bielefeld, sondern in Berlin, wenn Sie hier U-Bahn und S-Bahn fahren, das ist häufig kein Vergnügen. Leute, die keine Maske tragen und andere Situationen, die man dort erlebt. Das kann man anklagen. Die Frage ist, wie macht man es besser? Und ich bin sehr dafür. Wir haben ein großes Interesse als Handel, erlebbare, attraktive und saubere Innenstädte zu haben. Und je mehr Kunden zu uns kommen mit dem ÖPNV, desto besser kann es eigentlich nur sein. Woher soll das Geld kommen für einen besseren ÖPNV? Da hatte sich gerade jemand fürs Motorrad entschieden im Hintergrund.
Ja, woher soll das Geld kommen? Es klang ja auch in dem Beitrag vorhin an so eine Drittfinanzierung. Ich sehe schon, dass wir natürlich, heute kommt das Geld größtenteils nicht nur aus dem Benutzungsentgelten, sondern aus dem Steuersäckel natürlich auch, um ÖPNV zu unterstützen, zu bezahlen. Zum kleineren Teil. Ja, es sind Querfinanzierungen sind da und es ist auch nicht in jeder Stadt gleich. Es gibt Städte, die sehr, sehr gut damit klarkommen. Das heißt, wir müssen die Angebote attraktiver machen. Das heißt, auch flexibler gestalten. Digitalisierung spielt eine große Rolle. Ich bin Vielfahrer bei der Deutschen Bahn, obwohl es auch Verzögerungen gibt. Es gibt also bei den langen Strecken kein besseres Verkehrsmittel. Häufig fliege ich nicht, sondern fahre mit der Bahn, weil ich arbeiten kann. Und im ÖPNV, im Nahverkehr muss es genauso sein. Ich muss es attraktiv halten. Und der Preis spielt für den Kunden natürlich auch eine Rolle. Die Frage ist, ob man Dritte beteiligt und in die Finanzierung mit hineinbringt. Das sehe ich natürlich, Dritte unbeteiligt, jetzt sage ich mal. Das sehe ich sehr kritisch, sondern wir müssen es, wenn dann, aus einer Gesamtheit heraus leisten. Da würde ich aber gerne einhaken. Wir haben ja im Prinzip für die Finanzierung des ÖV, den wir brauchen, drei Möglichkeiten. Das wurde angesprochen, das ist die Nutznießerfinanzierung, das wäre der Handel. Dann ist es eine Umlage, Nahverkehrsabgabe. Und das dritte wäre eine Pkw-Maut in den Städten, eine City-Maut. Und da würde mich interessieren, Herr Becker, wie stehen Sie zu dem Thema Pkw-Maut oder City-Maut? Ist das eine Zumutung für Pkw-Fahrer oder wie müsste das aufgesetzt sein, dass es gegebenenfalls wirklich auch als Finanzierungsquelle für den ÖV genutzt werden könnte? Antwort kommt im zweiten Satz, vorher ein Hinweis. Okay. Bei BMW haben wir nicht nur nicht betrogen, wir haben auch überhaupt nichts gegen den ÖPNV. Die Vor-Corona-Daten sagen klipp und klar, dass der Modal Split der 50.000 BMWler und BMWlerinnen im Raum München ÖPNV-lastiger ist als der des Durchschnitts der Münchner. Wenn Sie eine Fabrik mitten in der Stadt haben, geht das auch gar nicht anders. Und deswegen gibt es bei uns auch ein vergünstigtes Ticket für die Münchner Verkehrsbetriebe und ein Jobbike beispielsweise. Also wir setzen hier auf das Thema auch Vernetzung, Kombination von Verkehrsträgern. So, bei der Bepreisungsdiskussion und bei der Mautdiskussion und auch ganz aktuell hier in Berlin. Was mich da schon stört, ist, wenn man stehen bleibt auf dem Stand der Technik, der Diskussion von Ken Livingston in London, als dort vor Jahrzehnten eine Maut eingeführt wurde. Ja. Nämlich 16 Pfund am Tag fürs Reinfahren. Kameras an jedem Mast. Und wenn ich über den Strich fahre, ist das Geld fällig. Egal, ob ich danach 500 Meter fahre oder ob ich den ganzen Tag kommerziell in der Stadt herumfahre und hunderte von Kilometern zurücklege. Ob ich Kinder zur Schule bringe oder mein Auto in die Tiefgarage von meinem Arbeitgeber stelle oder einen Lieferdienst betreibe oder der Uber bin. Also die einzige Differenzierung, die Sie da haben, ist noch ein bisschen nach Antriebsarten. Aber die Frage, wann ich unterwegs bin, wie viel ich unterwegs bin, völlig wurscht. Womit? Ja. Das heißt, Sie behandeln jemanden, greife Herrn Gens Beispiel auf, der sagt, ich möchte einkaufen gehen und ich nehme da was mit, was ich mir nicht gerade unter den Arm klemmen kann. Den behandeln Sie genauso wie jemanden, der einen Taxibetrieb hat. Also an der Stelle ist uns erstmal eins wichtig, wenn wir über Bepreisung und Infrastrukturfinanzierung reden. Und das ist ja eine Diskussion, die nicht nur ein Städtethema ist, das ist ein europäisches Gesetzgebungsthema, das ist eine deutsche Diskussion, Stichwort Mautdebatte. Dann ist für uns die erste Frage erstmal, was will ich denn? Eine Maut, die ich nur betreibe, um abzuschrecken. Dann sage ich jetzt mal, sollte ich gleich über Verbote reden. Wenn ich eine Maut so designen will, dass ich sage, ich möchte möglichst viele Leute aus der Innenstadt raushaben, egal was die da wollen, so wie in London, dann könnte ich aus einer BMW-Perspektive sagen, naja, wenn es weniger kleine Autos armer Menschen gibt, dann ist das gut für unsere Kunden. Für BMW war die Londoner City-Maut keine Katastrophe. Und für unsere Kunden ganz überwiegend auch nicht, jedenfalls nicht für die, die sich ein neues Auto leisten. Aber ist das deswegen die richtige Lösung? Fragezeichen. Also, eine zweite Sorge, die wir natürlich bei dem Thema haben, ist, wenn wir jetzt überall eine Stadt nach der anderen sehen, die sagt, ich verbiete nach Kriterium A, die nächste sagt, nach Kriterium B mache ich eine Maut und so weiter und so fort. Okay, wir sind hier lösungsorientiert. Wo soll es hingehen? Sie müssen auch keine Maut zahlen, wenn Sie ins Internet gehen. Warum sollen Sie eine Maut zahlen, wenn Sie in die Stadt fahren? Ist doch völlig paradox. Weil Sie einen Schaden hervorrufen, ja, gesellschaftlich. Also möglicherweise, auch, wenn ich mich anders verhalte. Ich zahle eine Kfz-Steuer, ich zahle meine Steuern als Gewerbetreibender. Aber die Kfz-Steuer deckt das also ja gar nicht ab. Das ist doch eine völlig paradoxe Diskussion. Die ist 20 Jahre alt. Dass wir damit heute anfangen, mit City-Maut-Diskussionen und glauben, damit Städte weiterzuentwickeln, dann sagen Sie doch, dass man den Handel nicht in der
der Stadt haben will. Dann machen wir andere Konzepte. Ich fühle mich angeschaut und deshalb antworte ich, wenn ich darf. Interessanterweise ist der Deutsche Städtetag kein Verfechter einer Maut. Wir haben eine Formel, die heißt, die, die das ausprobieren wollen, sollen landesrechtlich, dafür braucht man ein Landesgesetz, die Voraussetzungen dafür geschaffen bekommen. Dann probiert man es aus, so wie wir das vorhin auch schon diskutiert haben beim Modellbauvorhaben, und danach weiß man mehr. Wir sehen in der Maut keinen Königsweg. Es ist administrativ aufwendig. Das, was wir einnehmen, wird uns an anderer Stelle abgezogen. Das ist immer so. So wie die Städte mehr Geld einnehmen, schauen natürlich die für die Städte verantwortlichen Länder genau hin und sagen, naja, da hast du ja was eingenommen, dann können wir dir ja an der anderen Stelle ein bisschen weniger geben. Und wir haben einen Vollzugsaufwand, den wir uns wirklich nicht wünschen. Wir haben, wenn wir uns Zeit und Raum anschauen, wir haben ein Erfordernis, sehr schnell umzuschaufeln im Modal Split. Ich hatte vorhin gesagt, 80% läuft über den MIV. Wenn wir sehr schnell umschaufeln wollen, müssen wir das aus dem Gemeinwesen heraus finanzieren. Das ist eine Steuerfinanzierung. Nur so können wir auch schnell agieren. Wenn wir Modelle ausrollen, die jetzt erstmal 10 Jahre Erprobung brauchen, ist uns beim Umschaufeln nicht geholfen. Zumal wir, das hatte ich vorhin schon gesagt, die Verkehrsleistung, die jetzt Klimaschutz beeinflusst, ja nun nicht in den Städten abwickeln, sondern in ganz anderen Relationen. Und deshalb sind wir uns da relativ schnell einig. Also selbst Verkehrsminister Scheuer hat gesagt, er möchte nach seinen etwas zweifelhaften Mauterfolgen lieber mal über eine europäische Maut reden. Fände ich gut. Hätte man vor 15 Jahren mal anfangen können, über eine Maut zu sprechen, die Zeit, Raum und Gefäß bemautet. Das ist ein Modell, mit dem auch die Autoindustrie mit Sicherheit leben kann. Mhm. Nämlich alle Straßen je nach Zeit, Raum und Gefäß zu bemauten. Dann ist es eben teuer, wenn ich um 7 Uhr ins Auto steige und vom Kölner Umland in die Kölner Innenstadt will. Und es ist deutlich billiger, wenn ich von Dorf A nach Dorf B fahre. Und das auch vielleicht zu verkehrsarmen Zeiten. So kann man Verhalten beeinflussen, weil jede Nutzerin und jeder Nutzer reagiert auf Preiselemente. Das sehen Sie schon am Sonntagnachmittag an der Tankstelle. Wenn die eine 98 Cent hat und die andere 99 Cent, dann stehen die alle bei 98 Cent. Da sind wir super preiserprobt. Ja, ich glaube, aber letzten Endes, ich hätte jetzt ehrlich gesagt im Unterschied zu Herrn Gent, Herrn Dr. Becker, so verstanden, dass man einer grundsätzlichen Infrastrukturbepreisung, einer Nutzerfinanzierung nicht ablehnend gegenübersteht, die dann sozusagen bundesweit gilt, idealerweise europaweit, aber natürlich in den Städten differenziert werden kann nach den Qualitätszielen, die sich die Städte auferlegen. So, und wichtig ist dabei eine gründliche Debatte, wo man wirklich differenziert analysiert und wirklich vom Stand dessen, was heute technisch möglich ist, diskutiert. Und zwar mit dem Ziel, nicht Leute für Entscheidungen zu bestrafen, zu denen sie überhaupt keine Alternative haben, erstens. Und zweitens auch mal zu diskutieren, ob ich nicht schon niedrigschwelligere Möglichkeiten habe als heute, auch mit Preisen zu lenken. Also zum Beispiel das Thema einer digitalen Differenzierung von Parkgebühren. Nach Uhrzeiten, wegen mir auch nach Schadstoffklassen. Dass wir eine Kfz-Steuer haben, die heute zwischen Euro 3 und Euro 6 nicht differenziert. Es macht Sinn, darüber zu diskutieren, ob das so bleiben muss. Aber ich muss doch Wahlfreiheit am Ende des Tages ermöglichen und erhalten und das in einer vernünftigen, berechenbaren Form, die auch jedem Handlungsoptionen lässt, ausgestalten. Und ich sage mal, das Beispiel London ist für mich eindeutig eben keine Blaupause, wie man sowas macht, sondern sowas ist aus meiner Sicht ein falscher Weg. Haben wir verstanden, man braucht neue Konzepte, Marion Thiemann, wie viel Geld braucht man da eigentlich und wo wollen Sie das herholen? Für ÖPNV? Ja. Ich glaube auch, Stichwort Steuern ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben generell ja auch sehr klimaschädliche Subventionen, die wir immer noch weiter verbrennen, sagen wir mal so. Also wir haben die Pendlerpauschale, wir haben die Dieselsubvention. All das brauchen wir jetzt in Zeiten der Klimakrise garantiert nicht mehr. Das heißt, das ist Geld, was man an anderer Stelle klüger einsetzen kann. Wir haben massive Investitionen immer noch im Straßenbau tatsächlich. Das ist auch Geld, was wir uns aus Sicht der Klimakrise nicht leisten können. Das heißt, da kann man auch im Haushalt, im Bundeshaushalt sehr, sehr viel verändern, gestalten und eben auch den ÖPNV stärken. Und was die City-Maut angeht, bin ich davon überzeugt, dass das ein sehr, sehr wichtiges Tool ist, um die Anzahl der Autos zu reduzieren, weil es wird nicht reichen, an kleinen Rädchen zu drehen. Wir brauchen verschiedene Werkzeuge, wir brauchen einen ganzen Koffer, um diese Anzahl der Autos zu reduzieren, um vor allen Dingen auch einzugreifen. Ich finde das total wichtig und gut, den Punkt, den Sie machen mit den technologischen Möglichkeiten.
Denn grundsätzlich macht die City-Maut total Sinn. Es ist aber ganz viel eine Frage der Gestaltung. Und das, die Mittel haben wir, die Möglichkeiten haben wir. Und was aber aus klimapolitischer Sicht noch mehr Sinn machen würde, was jetzt die City-Maut nicht abschwächt, ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt, auch gerade für Städte, ist eine Pkw-Maut, die bundesweit gilt. Also weil das einfach, das hatten Sie ja angesprochen, Herr Lojewski, dass es, wenn wir uns den CO2-Ausstoß angucken, die Städte und die Kurzstrecken jetzt nicht den Kohl fett machen, das ist ein kleinerer Teil, sondern der größere Teil wirklich die Langstrecke für Pkw-Fahrten ist. Und das kriegt man eben nur mit einer Pkw-Maut, die einheitlich geregelt ist. Und ich bin der Überzeugung, dass man mit der City-Maut ruhig mal anfangen sollte, langfristig aber auf Bundesebene eben diese einheitliche bundesweite Pkw-Maut braucht. Das rät auch der Umweltrat, also das Gremium, was die Bundesregierung in Umweltfragen ja berät. Eben weil es mehr CO2 einspart. Das muss dann eben an CO2-Strecke und Lärmemissionen gekoppelt sein. Und ganz interessant finde ich an der City-Maut eben auch nochmal langfristig gedacht jetzt, wenn wir uns in Europa umschauen, wir haben viele Städte, die jetzt schon mutige Schritte nach vorne gehen. Wir haben zum Beispiel, was die Verbrennerfrage angeht, Paris, Brüssel, die sich ein Ausstiegsdatum für Verbrennerfahrzeuge, also Diesel und Benziner, gesetzt haben. Das ist in Deutschland mit dem jetzigen rechtlichen Rahmen noch nicht möglich, ist aber eine Frage der Zeit, bis wir so etwas brauchen. Also einmal sowieso bundesweit, aber eben auch Städte. Wir haben jetzt eine Pandemie, die auf die Lunge geht. Wir haben gerade erlebt, wie wertvoll es ist, saubere Luft, gesunde Lungen zu haben. Wir haben den Dieselskandal hinter uns und wir haben beobachtet, dass durch den weniger Autoverkehr eben die Luft viel besser geworden ist. Mhm. Gucken wir nochmal nach den Möglichkeiten, wie man jetzt die Alternativen zum Auto besser machen kann. Und es gibt sozusagen, bevor wir dann zum Rad und auch zum Fußverkehr kommen, noch mal ein paar Hinweise von der Verhaltensbiologin Oberzaucher. Dazu haben wir einen Clip. Bitte schön. Macht das Auto unattraktiv? Das ist ein ganz wichtiger Teil. Der zweite sehr wichtige Teil ist natürlich, mach nachhaltige Mobilitätsformen so attraktiv wie möglich und sprich darüber. Und da spielt natürlich auch mit eine Rolle, dass wenn ich mein Leben lang ein überzeugter Autofahrer war und nie ausgestiegen bin und niemals mit einem Zug gefahren bin, dann ist da eben dieses Neue eine durchaus substanzielle Barriere. Und wenn es dann noch kompliziert ist, ein Ticket zu kaufen und überhaupt meine Route zu bestimmen und ich weiß nicht was alles, wird es wahnsinnig schwierig, auch diesen Umstieg zu machen. Also da geht es darum, irgendwie so alle Barrieren, die auf diesem Weg des Umstiegs sich Menschen in den Weg stellen könnten, so gut wie möglich zu eliminieren. Also intuitive Benutzeroberflächen, möglichst reduzierte Komplexität. Es ist eine komplexe Aufgabe, aber diese komplexe Aufgabe, die sollte im Hintergrund ablaufen, die muss die Nutzerin, der Nutzer nicht mitkriegen. Und dann natürlich irgendwie so die Aufenthaltsqualität, diese Erlebnisqualität. Wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt von Frankfurt nach Köln fahre mit dem Auto, wie lange brauche ich da? 3 Stunden oder so circa. Sitze hinterm Steuer, habe den Stress, es ist irgendwie, ich kann nichts tun außer Autofahren. Wenn ich mich in Frankfurt in den Zug setze und in Köln aussteige, habe ich eine Zeit, wo ich ungestört in meinem mobilen Büro arbeiten kann. Also de facto ist es so, dass wir auch diese Reisezeit anders betrachten müssen. Weil in dem Moment, wo ich selbst das Steuer in der Hand habe, ist Reisezeit tatsächlich brutto wie netto einfach verschwendete Zeit, sagen wir, auf Mobilität ausgegeben. Thomas Becker, was können wir da von der Automobilindustrie lernen? Intuitive Oberfläche. Ja. Dritte Ebene des Münchens. Farmig. Wir haben ja vorhin farmig. Das Thema Kopenhagen angesprochen. Kopenhagen war die erste Stadt, die mit einem Bezahlsystem eine Integration von Carsharing und öffentlichem Nahverkehr angeboten hat. Und gerade dieses Thema Carsharing, jetzt auch unter Corona-Bedingungen, ist ja eins, was aus unserer Sicht noch ein erhebliches Potenzial hat. Nicht als Alternative für den, der täglich zur Arbeit pendelt, aber eben als Alternative für die Menschen, zum Beispiel in Charlottenburg, die als Ergebnis unseres Experiments dann auch ihr privates Auto abgegeben haben.
Und das ist eine Frage von Kommunikation, von Vernetzung, von der Kommunikation von Verkehrsträgern. Mhm. Ist auch eine Frage von Politik, wenn Sie sich jetzt die Corona-Krise angucken. Hamburg hat gezielt die Carsharing-Betreiber auch unterstützt, durch diese Krise durchzukommen. Berlin hat an den Parkgebühren für Autos, die zwangsweise halt viel herumgestanden sind, nichts geändert. Also das ist auch eine Frage, was will ich politisch unterstützen? Und das Thema Verbund zwischen privatem Pkw, Sharing-Optionen, öffentlichem Nahverkehr, Fahrrad und so weiter ist aus unserer Sicht natürlich ein erhebliches Potenzial auch für die Kombination mit neuen Technologien. Und ein Beispiel, wie wir das ganz praktisch machen, ist ja unsere E-Zone, wie das so schön heißt. Das heißt, wenn Sie ein teilelektrisches, ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug fahren, dann erkennt das eben, bin ich jetzt in der Umweltzone und geht dann in den elektrischen Antrieb. Mhm. Was natürlich wiederum systemisch voraussetzt, dass ich zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz und zu Hause auch lade, was wiederum heißt Förderung Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum, aber auch im gewerblichen Bereich ist für uns natürlich ein zentrales Anliegen, auch in der politischen Debatte im Moment. Und wie verknüpfen Sie das alles mit dem ÖPNV? Also ich hatte das Beispiel Kopenhagen genannt, was jetzt Carsharing angeht beispielsweise. Und wir haben als BMW eine App, die heißt Urbi. Die verwenden wir auch ganz primär für uns selbst bei BMW, die ein komplettes Angebot über alle Verkehrsmittelangebote an den Standorten und vor allen Dingen auch in München bietet. Und dazu gehört auch zum Beispiel eine Ride-Pooling-Option. Okay, gehen wir über zum Radverkehr, weil der ÖPNV ist ja nicht die einzige Baustelle und es hilft ja immer auch, wenn man mal über die Stadtgrenzen hinaus schaut. Und deshalb hören wir nochmal Karen van Kleuzen vom Polis-Städtenetzwerk in Brüssel. In Berlin, which really was one of the first to introduce and roll out these pop-up bike lanes and what was really good as well is that they shared the manual in terms of how they did this, because there was no roadmap for this crisis. There was no recipe for this disaster. So also what we did within Polis was really offer a platform for cities to talk to each other and learn from each other, you know, to have this peer-to-peer exchange, to learn from each other's solutions as well as mistakes in this unprecedented situation. And Paris in that respect has been inspiring many other cities as well. They really took this radical choice for a city of people, which they had already taken before, but now accelerated also this process and introduced measures which they were planning to introduce in the coming years anyway. And the interesting case about Paris is also that it includes the whole metropolitan area. There is also the region of Île-de-France, including Paris, which has been taking interesting measures as well. They have this very extensive bike network that is being rolled out and actually follows the same routes as the regional public transport network, the RER. So alongside that network, you now also have the alternative of bike routes to move around in the wider metropolitan area, which is very important, for example, for commuter traffic. And alongside that initiative, there's also an e-bike leasing scheme introduced by the region where citizens can lease an electric bike, which covers cycling also over a longer distance and which reduces the challenge of having to buy an e-bike, which is still quite expensive. So I think that's a very interesting example. Das Lob werden wir weitergeben an Regine Günther. Und in Paris, da wird das Rad die kleine Königin genannt, La Petite Reine. Marion Thiemann, was kann man von Paris lernen? Wie muss man, auch wenn es jetzt ein Urteil gegen die Pop-up-Radwege hier in Berlin gegeben hat, mit den Radwegen eigentlich weitermachen? Welche Regeln muss man dabei beachten? Wie schnell darf man überhaupt sein, solche Radwege einzurichten? Step by step haben wir vorhin schon mal von Stefan Gent gehört. Also zunächst einmal, ich denke, das wird relativ schnell geklärt, wie es weitergeht mit den Pop-up-Radwegen. Und in dem Urteil steht ja auch, dass es grundsätzlich für Kommunen eine rechtmäßige Möglichkeit gibt, Pop-up-Radwege einzuführen. Also das ist medial vielleicht auch ein bisschen anders transportiert worden, aber dass es grundsätzlich rechtmäßig ist, Pop-up-Radwege einzuführen. Und das sollte man auch weiterhin tun. Das sollten deutschlandweit Städte weiterhin tun. Das ist aber die Begründung, dass
dass man darüber noch reden muss. Also wie genau das begründet wird, wie man nach, ob man nachweisen muss, dass es da eine Gefahrenlage gegeben hat oder nicht. Ich meine, in Berlin sind, glaube ich, dieses Jahr 20 Menschen gestorben oder totgefahren worden auf dem Fahrrad. Das spricht ja schon ganz klar für eine Gefahrenlage. Jetzt die Frage, muss man das auch noch messen und mit Zahlen nachweisen, dass es eben dass es sichere Radwege braucht. Grundsätzlich ist also ein Pop-up-Radweg ein sehr, sehr schnelles, gutes Tool. Wir haben gesehen am Beispiel Berlin, dass Verkehrspolitik auch mal nicht nur 4 Jahre oder mehr braucht, sondern einfach in 4 Wochen Dinge passieren. Die sind nicht perfekt, aber sie passieren. Und das ist für die Verkehrswende schon eine Revolution. Gleiches gilt eben auch für Spielstraßen, für Straßen, wo Durchgangsverkehr gesperrt wird, wie jetzt die Friedrichstraße. Also dass Dinge einfach anfangen. Ich glaube, ich will Mut machen, dass die Kommunen anfangen, Dinge umsetzen und eben auch dieses Tempo, was sich am Beispiel von Pop-up-Radwegen gezeigt hat, dieses Tempo brauchen wir als Standard für die Verkehrswende, um die Klimakrise abzuschwächen, um die Kurve zu kriegen, weil wir da einfach, sind physikalische Grenzen, da können wir einfach nicht drum herum. Es geht eben darum, Chaos ist menschlich ein Stück weit und es geht darum, dass man eben Dinge anpasst, weil klar, wir können diskutieren, wir können Konzepte erstellen, es braucht auch Konzepte, aber wir diskutieren seit gefühlten 50 Jahren in der Verkehrspolitik und deswegen brauchen wir 30, ich denke länger, also seit, auch wenn es mich damals noch nicht gab, aber wir reden sehr lang, ja, und reden hilft dann nicht beim CO2 einsparen und reden rettet auch keine Menschen, die akut gefährdet sind. Das heißt, es braucht eine Umverteilung des Platzes, das haben wir gelernt durch Corona. Wie kann das gehen? Konkret dadurch, dass Autospuren an Hauptstraßen eben umgewandelt werden, abgezwackt werden. Ja, Sie sagen das jetzt so einfach. Oder zum Beispiel Parkspuren. Das geht ja, das sehen wir ja. Und natürlich muss die StVO da angepasst werden. Die Straßenverkehrsordnung. Genau. Aber Kommunen können es ja grundsätzlich machen. Und wir haben uns mal in einer Studie, die wir bald veröffentlichen werden, angeschaut, was für ein Potenzial eigentlich da ist, wenn man das Ziel oder die Ziele der Radverkehrsförderung vom Mobilitätsgesetz in Berlin bundesweit ausweiten würde. Also wir haben uns die 30 größten deutschen Städte angeschaut und angeschaut, okay, wie viele Straßen, Hauptstraßen, die mehrspurig sind, gibt es da und welche könnte man davon eben umwandeln in einen Radweg oder wie viel Platz ist eigentlich da? Alle 50% oder 10%? Wie viele Autospuren könnte man umwandeln? Was haben Sie herausgefunden? Also bei allen, wo es eben mindestens 2 Spuren gibt, könnte man theoretisch eine Spur einfach umwandeln. Da würden natürlich auch Parkplätze wegfallen, that's the deal. Aber was heißt das? Das ist, wenn wir das mal einordnen, nur 1/6 der Fläche, die in diesen 30 Städten gerade für Autos reserviert wird, wenn man die parken muss etc., wenn man diese Fläche zusammenrechnet, die Autos konsumieren, ist das nur 1/6 davon. Das heißt, dann sehen wir wieder, okay, ist es gar nicht so viel. Es würde auch ganz viele Beschäftigte anregen. Also es würde 15.000 Jobs kreieren, wenn wir jetzt sagen würden, wir bauen in den Städten jetzt mal richtig um, wir verteilen die Fläche neu. Und das ist einfach eine riesige Chance, die man jetzt weiter verfolgen muss. Hilmar von Lojewski, das ist doch mal eine Aufgabe für die Städte, oder? Ja, ich glaube, wir sind in vollem Gange. Und jetzt hat es noch mal so einen Booster gegeben durch Covid-19 in einer ganzen Reihe von Standorten. Wir sind in vollem Gange. Also wir sind erstmal froh, dass das Thema überall angekommen ist. Seit 5 Jahren läuft das Thema. Sind die Konflikte geringer geworden? Die Asylkonflikte sind nicht geringer geworden, aber es wird jetzt politisch auch ausgehandelt mit einer Ergebnisorientierung. Das ist nicht Sache der laufenden Verwaltung zu sagen, wir teilen jetzt mal den Straßenraum um. Das muss man politisch diskutieren in einer repräsentativen Demokratie. Das ist so. Einen Schub gab es durch die Initiativen, aus den Initiativen heraus, aus der Zivilgesellschaft heraus. Dafür dürfen wir auch dankbar sein in den politischen Räumen. Das gibt es in Berlin, das gibt es in Nordrhein-Westfalen, das gibt es in vielen anderen Städten. Und ich glaube, Politik, Kommunalpolitik hat diese Zeichen jetzt seit 5 Jahren auch erkannt. Wir haben jetzt sozusagen eine Blaupause mal serviert bekommen durch die sogenannten Pop-up-Radwege, also die ambulanten Radwege, die sozusagen in der Probephase sind. Bewähren sie sich, bewähren sie sich nicht, können wir sie verstetigen, unter welchen Voraussetzungen, wie begründen wir das etc. Haben wir auch eingangs schon diskutiert. Und die Oberbürgermeisterin und Oberbürgermeister im Deutschen Städtetag, die ja laufend irgendwie so eine Schubkarre vor sich herfahren, wo lauter Chefsachen drin sind, die haben jetzt auch eine Chefsache Fahrradwege da drin. Das macht das Leben für sie nicht leichter, aber ich habe nachhaltig den Eindruck, das Thema ist angenommen worden, egal welcher Couleur.
Trotzdem braucht es diesen politischen Aushandlungsprozess in den Verkehrsausschüssen, in den Stadträten. Wo machen wir das? Mit welcher Erwartung? Unter welchen Voraussetzungen? Ein Treiber ist auch, dass wir seit 2 Jahren einen Fahrradminister haben. Herr Scheuer hat sich zum Fahrradminister ausgerufen in Dresden bei dem letzten großen Fahrradzusammentreffen. Und wir haben diesen Ausruf wirklich dankbar aufgenommen, weil er war nicht nur ein Ausruf, sondern er ist auch begleitet worden durch Bundesmittel, die den Umbau von Straßen befördern helfen, die den Ausbau von regionalen und Schnellradwegen befördern helfen. Die Länder sind gefolgt bzw. waren teilweise auch schon vorher am Ball. Und dieses Momentum gilt zu nutzen. Wo ist unser Flaschenhals? Der Flaschenhals liegt eindeutig wie in vielen anderen Umbaumaßnahmen im personellen Bereich. Wir brauchen Umbauexpertinnen und Experten im öffentlichen Raum. Die suchen wir wie Goldstaub in vielen Städten. Kommen wir sofort zu. Wir müssen noch eine Sache klären. Und zwar, wie schafft man es, dass die Fußgänger nicht einfach auf der Mittelinsel stehen bleiben müssen? Also das ist eine Frage des Kreuzungsmanagements, das hat was mit Ampelschaltung zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass Autofahrer mal wieder lernen, was ein gesicherter Fußgängerüberweg ist, vulgo Zebrastreifen, dass man das schlichtweg hält. Da haben wir manchmal den Eindruck, dass die Basics genauso fehlen wie bei den vorhin schon erwähnten Kampfradern. Übrigens bei den Kampfradern bin ich sehr optimistisch, dass wir da zu einer ganz schnellen Disziplinierung kommen. Die Zahlen sind eindeutig. Seit wir vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 8 Jahren in Mitte die Fahrradstreifen der Polizei eingeführt haben, Berlin-Mitte, nehmen die Zahlen ab. Wir werden jetzt eine Verdoppelung in Berlin bekommen und wir werden das, hoffe ich, auch in vielen anderen Städten bekommen. Polizei ist bekanntermaßen Landessache und da kann nicht das Ordnungsamt hinterher radeln, das muss die Polizei sein. Und 100 Euro für das Überfahren der roten Straße tut auch Fahrradfahrern weh. Mhm. Wir werden diese Disziplinierung erleben und ich erlebe sie jeden Tag, weil ich jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs bin. Mir fahren deutlich weniger Radfahrer hinten ins eigene Fahrrad rein, seit sie wissen, es wird mehr Polizei auf dem Fahrrad unterwegs sein. Ich bestätige diese Auffahrunfälle das, ich bin mit dem Fahrradhelm hier reingekommen, Mario und Thiemann, aber wir müssen noch ganz kurz über die Fußgänger reden. Die kommen eigentlich immer zu kurz. In Ihren Konzepten der Verkehrswende, was muss ich da für die Fußgänger ändern? Wie kann man auch die Flaneure quasi wiederbeleben? Also ein ganz wichtiger Punkt ist sicherlich Geschwindigkeit, weil wenn es um Leben oder Tod geht, dann ist eben relevant, wie schnell das Auto da fährt. Und deswegen brauchen wir auch eine Veränderung der StVO, der Straßenverkehrsordnung, dass Kommunen selber entscheiden können, dass Tempo 30 in ihrer Stadt verhängt wird, weil das einfach FußgängerInnenschutz ist, ganz konkret. Und oder langsamer. Wir sehen das zum Beispiel von Brüssel, da gibt es jetzt ein Tempo 20. Da haben Fußgänger und Fußgängerinnen Vorrang. Das heißt, die gehen mitten auf der Straße und alle anderen müssen sich ihnen, also an sie anpassen. Das ist ein Beispiel, was ich mir auch für deutsche Städte wünsche. Das ist aber teilweise eben aus rechtlichen Gründen für die Kommunen nur beschränkt möglich, umsetzbar. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, ist eben dass, was Sie angesprochen haben, Kontrollen eben auch sogenannte KampfradlerInnen betreffen, dass es aber generell Infrastruktur braucht, die also breite Fußgängerwege, vor allen Dingen auch Barrierefreiheit. Wir dürfen das überhaupt nicht vergessen. Es gibt ja Leute, die auch auf dem Auto angewiesen sind, weil sie sonst wirklich nicht von A nach B kommen. Das ist also die mitgedacht werden, aber eben auch alle Leute, die auf dem Fußweg unterwegs sind, einfach Platz brauchen, vor allen Dingen auch viel mehr physisch getrennte Zebrastreifen. Also in Deutschland, in manchen Städten werden Zebrastreifen ja zurückgebaut tatsächlich und es braucht viel, viel mehr Zebrastreifen, aber auch Durchgangsverkehr, der gesperrt wird, also in Straßen, damit es da einfach sicherer wird. Okay. Ich würde gerne noch an der Stelle anknüpfen, weil Herr Gent hatte das jetzt gesagt, das sei inszeniertes Chaos oder so haben Sie es, glaube ich, genannt, oder bewusst inszeniertes Chaos. Oder ist das nicht einfach auch ein Ausdruck dessen, dass im Prinzip bisher das Straßenverkehrsrecht genau Aspekte wie Sicherheit, wie Gesundheit, wie Klimaschutz nicht mitbetrachtet hat und dass es jetzt zum Ausdruck kommt in, sage ich mal, doch recht impulsiven Planungsprozessen, die aber durchaus gerechtfertigt sind, wenn man die Zielstellung sieht? Das wäre die Frage an. Ja, wir arbeiten Bund, Länder und Kommunen
dankenswerterweise ins Leben gerufen durch eine Initiative des Bundesverkehrsministers und unseres Präsidenten, Oberbürgermeister Jung, in einem sogenannten Mehrebenenansatz. Das heißt, Bund, Länder und Kommunen unterhalten sich an einem Tisch über unterschiedliche Ziele und versuchen, die so schnell wie möglich auf sogenannten One-Pagern, also auf einer Seite mal zu verdichten und Einvernehmen zu erzielen. Und dazu gehört die sogenannte Vision Zero, also keine Verkehrstoten mehr im Verkehr zu haben. Das ist ein hehres Ziel, an dem auch andere Länder arbeiten, Stichwort Schweden, und das auf der Agenda der Bundesregierung steht und auch eingefordert wird von den Parlamentariern. Wir haben dazu ein Novum in der deutschen Verkehrspolitik, eine Initiative aus dem Bundestag heraus erlebt, und das gibt uns ordentlich Wind unter den Flügeln, an dieser Vision Zero in all ihren Aspekten, wie das runterzubrechen ist, bis zu der nun heute schon ein paar Mal bemühten Straßenverkehrsordnung zu arbeiten. Das ist das Ziel, und das hat was mit Physik zu tun, Tempo, das hat was mit Verhalten zu tun, und das hat natürlich immer wieder mit Raum zu tun. Wie gestalte ich den Raum, wie kann ich ihn umbauen, ambulant, dauerhaft, ausprobieren, experimentieren, wie kann ich es für alle sicherer machen. Mhm. Im Übrigen auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer. Die sind da ja nicht ausgenommen, weil bei denen wollen wir auch keine Todesopfer mehr haben. Okay, also wir wissen, was zu tun ist, und es ist eine Menge zu tun. Butter bei die Fische braucht es dann auch, schrieb der Spiegel neulich. Das heißt Zeit, Geld und Personal. Und das führt uns zu der nächsten Leitlinie oder zu den nächsten zwei Leitlinien. Anne Klein-Hitschpass sagt uns noch mal etwas zum Thema Verwaltung stärken, Experimente wagen. Zu den positiven Erfahrungen der Corona-Pandemie zählt die Schnelligkeit und Kreativität, mit der Verwaltungen auf die neuen Herausforderungen reagiert haben. Kommunen und kommunale Genehmigungsbehörden haben, nicht nur im Bereich der Mobilität, oft ungewohnt zügig, unbürokratisch und entschlossen reagiert und gehandelt. Sie haben bewiesen, wie wirkungsvoll kreatives und mutiges Verwaltungshandeln sein kann, wie schnell Maßnahmen und Planungen, die vielleicht schon länger in der Schublade liegen, umgesetzt werden können. Die sogenannten Pop-up-Radwege sind das prominente Beispiel für schnelles Verwaltungshandeln. Dieses schnelle Tempo brauchen wir für die Verkehrswende. Von daher ist es erforderlich, dass Kommunen diese Handlungskraft beibehalten und die oft knappen Personalressourcen effektiv nutzen. Förderlich für die Veränderungsbereitschaft in der Bevölkerung sind darüber hinaus zeitlich befristete Experimente. Sie lassen die Menschen Erfahrungen mit neuen Lösungen sammeln, erlauben eine sach- und fachgerechte Bewertung und eventuell auch Nachbesserungen. Experimente schaffen Diskurs über notwendige Veränderungen und nehmen Menschen mit. Und sie haben einen Multiplikatoreffekt. Was in der Nachbargemeinde funktioniert, erscheint auf einmal auch als attraktive Lösung für die eigene Gemeinde. Das reicht für eine Verkehrswende jedoch nicht aus. Um über provisorische Ansätze und Experimente hinauszukommen, braucht es einen viel stärker ausgeprägten Gestaltungswillen und Gestaltungsanspruch in den Städten und ihren Verwaltungen. Frei nach dem Motto Mobilität gestalten statt Verkehr verwalten. Das wird zukünftig immer wichtiger werden, wenn Städte und Gemeinden ganz neue Aufgaben übernehmen und neue Kompetenzen entwickeln müssen, wie beispielsweise im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung oder beim Aufbau von Ladeinfrastruktur. Heute sind viele Städte und Gemeinden jedoch noch nicht in der Lage, diesen Anforderungen zu begegnen. Für die zukünftigen Herausforderungen braucht es mehr Steuerungskompetenz. Sie wird darüber entscheiden, wie Städte und Gemeinden ihre Aufgaben auf dem Weg zu einer Verkehrswende, zu lebenswerten und nachhaltigen Städten vor dem Hintergrund der Klimakrise bewältigen. Und diese Herausforderungen sind immens. Sie sind nur gemeinsam zu lösen, in Allianzen aus Städten und Gemeinden, Verkehrsunternehmen, Handel, Unternehmen und der Zivilgesellschaft. Und sie brauchen Unterstützung von Bund und Ländern. Die Kommunen können die Corona-Krise nur dann als Chance für die Mobilitätswende nutzen und die genannten Maßnahmen umsetzen, wenn Bund und Länder sie dabei unterstützen. Dafür ist zum einen der Abbau klimaschädlicher Anreize im Verkehr zentral. Emissionen sind stärker zu belasten und zusätzliche Einnahmen für Maßnahmen den Kommunen bereitzustellen. Weiterhin braucht es einen besseren rechtlichen Rahmen, sei es im Straßenverkehrsgesetz oder in der Straßenverkehrsordnung oder auch im Personenbeförderungsrecht oder auch im Tarifrecht. Eine Vereinfachung von Genehmigungen
und Erhöhung kommunaler Handlungsspielräume. Es braucht mehr Finanzmittel, zum Beispiel durch weniger kommunale Eigenanteile, aber auch für die professionelle Kommunikation. Und es braucht mehr qualifiziertes Personal in der Umsetzung vor Ort und bei den Genehmigungsbehörden. Auch die Corona-Krise bietet die Chance zur Neubewertung und Neugestaltung. Während es bislang jedoch noch kein Mittel gegen das Coronavirus gibt, haben Städte und Gemeinden mit den hier dargestellten Handlungsoptionen gewissermaßen einen Impfstoff für die kommenden Herausforderungen und bestehenden Hürden und ein wirksames Mittel gegen aktuelle Probleme. Und im Gegensatz zum Coronavirus sind die Maßnahmen, die es umzusetzen gilt, um einen Schritt weiterzukommen, bekannt. Wir müssen nicht länger warten. Und wir bei Agora Verkehrswende arbeiten jedenfalls weiter daran. Vielen Dank. Mobilität gestalten, nicht verwalten. Stefan Gent, wir haben jetzt ganz viel gehört. Es braucht, es braucht, es braucht. Was braucht es aus Ihrer Sicht? Ich glaube nicht, dass wir in allen Gemeinden und überall wirklich ein Personalmangelproblem haben. Ich glaube, wir haben Effizienzprobleme. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte, Tausende von Mitarbeitern während des Lockdowns nicht in den Rathäusern waren, sondern zu Hause saßen, aber nicht digital angebunden waren und deshalb auch nicht für den Bürger arbeiten konnten. Riesenproblem. Das muss effektiv angegangen werden. Und natürlich brauchen wir mehr ganzheitliche Konzepte. Wir brauchen auch nicht mehr Ertüchtigung, mehr Entscheidungsmacht bei der Verwaltung. Die Verwaltung ist ausführend. Wir müssen Bürgerbeteiligungsprozesse haben. Wir müssen die Betroffenen einbeziehen und müssen auch, ich kam leider eben nicht zu Wort, nicht diese ständige Gegeneinanderreden haben. Die Familie, die am Samstag aus Brandenburg mit dem Auto zum Einkaufen nach Berlin fährt, ist in der Woche wahrscheinlich völlig ökologisch unterwegs, bringt ihre Kinder mit dem Fahrrad in den Kindergarten und zur Schule. Es sind dieselben Menschen, die da sind, weg von diesem Gegeneinander, sondern mit dem Miteinander und diese Prozesse vor Ort sauber zu führen. Wir haben aus Sicht des HDE gefordert, das wird die Städte freuen, dass wir einen Fonds brauchen, einen Innenstadtfonds von 500 Millionen Euro pro Jahr für die nächsten 5 Jahre in der Verstetigung. Wir müssen die Kommunen unterstützen, wenn sie die Orte des Lebens, des Handelns, des Wohnens, des Arbeitens sein sollen, brauchen wir dort mehr Unterstützung. Vor allen Dingen, wenn wir wirklich wollen, dass die europäische Stadt auch in der Verdichtung das Modell der Zukunft sein soll, dass wir dort, wo wir arbeiten, auch leben, auch eine Neuigkeit, und auch dort Kultur, Freizeit möglich ist, dann müssen wir diese Standorte stärken, aber den Bürger dabei mitnehmen und nicht außer Acht lassen. Ich bin Teil der Wirtschaft und sehe natürlich, dass wir auch Notwendigkeiten haben. Wenn man sich dazu bekennt, dass der Einzelhandel auch weiterhin in der Innenstadt sein soll, muss man ihn mitnehmen, nicht gängeln, nicht befürworten oder dort hineingehen und Verbote erteilen, sondern positive Aspekte mitbringen und das am liebsten parteiübergreifend. Und dort, wie wir auch schon gehört haben, in den Städten auch solche Konzepte gemeinsam umzusetzen. Das gibt es heute schon. Und insofern müsste man sich an diesen Konzepten weiter orientieren. Und vielleicht eine letzte Bemerkung. Wir haben jetzt ganz viel gegen das Auto gehört. Möglicherweise ist das Auto mit einem völlig anderen Antrieb auch eben ein Mobilitätsfaktor der Zukunft. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht überall ÖPNV-Angebote in die gesamte Fläche legen können. Und wenn wir saubere Autos haben, was spricht dagegen, mit einem sauberen Auto in eine Innenstadt zu fahren zum Einkaufen? Mhm. Hilmar von Lujewski, sind die Mitarbeiter in der Verwaltung der Städte nicht effizient oder sind es nicht die richtig ausgebildeten Leute oder sind sie einfach unterbezahlt? Was ist das Problem? Also ich habe mir die gleichen Sorgen gemacht wie Herr Gent, aber mit einem unterschiedlichen Ergebnis. Ich habe im März und April rumtelefoniert wie ein Wahnsinniger, um rauszufinden, was läuft, was geht, wie kommt ihr klar. Ja, es gab in Teilen Anlaufschwierigkeiten mit der Digitalisierung. Das hat schlichtweg damit zu tun, dass es Datenschutzbeauftragte gibt, dass es sichere Leitungen braucht, dass beschafft werden muss. Die meisten Städte haben das schnell hinbekommen und wir haben wirklich massive Evidenz dafür, dass Planungsbeteiligungs- und Durchführungsgeschehen in Teilen sogar besser liefen als vor Corona. Wir haben Städte, die haben mehr Baugenehmigungen ausgereicht in der Zeit, weil der lästige Kunde fehlte, als vor Corona. Wir haben Städte, die haben Schulen saniert, wirklich bis die Schwarte krachte. Und wir haben Städte, die haben öffentliche Räume umgebaut in einem Umfang, wie es vor Corona kaum möglich war, weil zum Beispiel das Vergaberecht etwas erleichtert wurde, weil zum Beispiel auch die Kollegen verfügbar waren und weil die Bauunternehmen tatsächlich auch mal wieder Kapazitäten hatten, denn der private Sektor hat sich erstmal gescheut zu beauftragen. Also für uns stellt sich die Situation da doch ein bisschen positiver dar. Es gibt ein Papier des Wuppertal-Instituts, das hat das sehr schön zusammengefasst, auch die Punkte, die Herr Gent jetzt aufgemacht hat. Das ist die Anforderung an Agilität, die
die stellen wir uns in den Städten und der stellen wir uns in den Städten, tatsächlich agil zu operieren, agiler zu operieren. Die Restriktionen haben wir in dem Beitrag gehört. Das hat viel mit Recht zu tun, mit dem in Bezug auf unser Thema Verkehrswende, Straßenrecht, Straßenverkehrsordnungsrecht etc. Und es hat tatsächlich auch was mit Tarifrecht zu tun, die Menschen, die wir brauchen, auch angemessen zu vergüten. Es hat zu tun mit Bürgerbeteiligung und den Ergebnissen. Es hat auch was mit Stärkung der repräsentativen Demokratie in diesen Zeiten zu tun. Ich glaube, wir haben sowas wie ein neues Mandat von kommunaler Führung und Zusammenarbeit auch wieder erlangen können. Das Vertrauen auch in die Kommunalverwaltung ist gewachsen, wie auch in die Bundesregierung. Wir haben Thomas Becker, ist das Vertrauen Gap dazwischen in die Kommunalverwaltung gewachsen? Und einen letzten Punkt, verzeihen Sie, einen letzten Punkt möchte ich noch anbringen. Wir haben in der Tat Geld wie nie, aber wir unterhalten uns ganz intensiv inzwischen mit den Bundesministerien, sowohl Finanzministerium wie auch Verkehrs- und Innenministerium darüber, wie können wir die Modi der Verteilung, der Abrechnung und des Leistungsnachweises so erleichtern, dass wir nicht zu viel Personal brauchen, um überhaupt Mittel abzuwickeln, sondern dieses Personal in die Inhalte einsetzen können. Mhm. Thomas Becker, welche Lücken sehen Sie in der Kommunalverwaltung? Hat sich das während der Corona-Zeit jetzt eigentlich, haben die sich ein bisschen geschlossen? Also ich denke, woraus für uns ankommt, ist, dass über die Frage, kaufen die Leute ein Auto? Was für eins nehmen sie? Was ist die Wahl ihres Antriebs? Heute viel, viel stärker die kommunale Ebene entscheidet als jemals zuvor. Also in der Vergangenheit war es ja so, dass ich sag mal, die Europäische Union, der Bundesgesetzgeber, die maßgeblichen Weichen dafür gestellt hat, nach denen sich dann Fahrzeugkunden entschieden haben, ob sie Diesel oder Benziner fahren, je nachdem, wie sie besteuert werden beispielsweise. Wenn Sie sich heute anschauen, welche Rolle das Thema Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur im städtischen Raum für die Frage spielt, wie schnell E-Mobilität hochläuft, sehen Sie, dass sich die Entscheidungsebene total verlagert hat. In Amsterdam haben sie 2019 schon einen Anteil von 20% elektrifizierte Fahrzeuge gehabt. Da haben sie aber auch einen Ladepunkt pro 100 Einwohner. Und wenn Sie sich anschauen, wo wir in Deutschland liegen, dann korreliert das ziemlich genau mit dem Thema Infrastruktur. Das heißt, das kann nicht der Bundesgesetzgeber machen. Das ist ein Bezirksausschuss, der sagt, ich mache hier Platz auf einem Gehweg frei für eine Ladesäule oder es eben sein lässt. Also so, auf dem Parkplatz vor dem, ja. Und dem Parkplatz dazu, in der Tat. Im Gehweg machen wir da keinen so. Platz frei. Wir haben jetzt die, das heißt, wenn wir dieses Thema Dekarbonisierung, das Thema mehr elektrische Fahrzeuge voranbringen wollen, gibt es eine originäre kommunale Verantwortung. Und dafür wiederum gibt es aus unserer Sicht einen Schlüssel, das ist auch Daten und Kommunikation. Mhm. Wir wissen natürlich ziemlich genau, wo unsere elektrischen Fahrzeuge fahren, wo sie geladen werden. Und ich sage mal, die Möglichkeiten wären eindeutig vorhanden hier im Dialog zwischen dem, was wir an Wissen beisteuern können und den Kompetenzen in der Stadtverwaltung zu schauen, wenn ich ein Ladeinfrastrukturnetz ausbaue, wo sind denn die Punkte, wo ich die Dinge am besten hinstelle, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch anständig genutzt werden, dann entsprechend am höchsten ist. Als ein Beispiel. Zweiter Punkt, Sie hatten das Thema Charlottenburg ja schon mal erwähnt. Wir glauben schon, dass Ausprobieren, Vorführen, Begleiten und Auswerten von Alternativen zu der Art und Weise, wie heute verschiedene Verkehrsträger genutzt werden, ein absolut guter Weg ist, der noch unzureichend beschritten wird und der auch eine stärkere politische Flankierung gut gebrauchen könnte. Bevor wir Mario und Thiemann fragen, welchen Passus Sie eigentlich in Gesetzestexten umschreiben wollen würde, gucken wir noch mal ganz kurz auf die europäische Ebene und auf Karin van Kleuzen, die uns auch noch mal sagt, was eigentlich in der Planung sich ändern müsste, vielleicht als ein Appell zu verstehen. Bitte schön. When we talk about innovation, it's very important for cities to set the framework and to set the rules of the game, because innovation as such is useless if it doesn't serve a certain purpose, if it doesn't align with policy goals. If you don't set the right rules of the game as a city, those innovations might very well undermine the goals you have, or they might not deliver on the promises they make and rather create new problems or make the current problems bigger. For example, when it comes to automation,
If we don't frame it properly, it might lead to more kilometers driven because people will be perceiving travel time in a different way as they can do other things. For electrification, it needs to be multimodal or we will still have congestion, even if it's clean congestion. For micromobility, we have to regulate the use of urban space. We have to make sure that the modal shift is not from walking to micromobility, but it's from car use to micromobility and so on. So in that sense, indeed, it's important to bring new skills to our cities because they need to be able to deal with these innovations, to understand these innovations, and as a result, also frame these innovations. So I agree with you that we will also need to bring new competences into our cities, especially also when it comes to data, for example. All these new services are very digital in nature, and data sharing is becoming a very important tool to understand the impact of these new services on the urban fabric and on the urban mobility ecosystem. But very often the skills are lacking in our cities to understand the data, to interpret the data, and to make good use of that data. So we will have to go through a phase where we train our officers or bring in new talent as well. And you see in America, there is a lot of change between people moving from the public to the private sector and the other way around, which we don't really see just yet in Europe, where once you are working for a city, you very often do it for the rest of your life. But I hope this dynamism and this exchange between the two sectors will also come our way as we see an ever-growing cooperation and integration between the public and private sector, especially in dealing with the mobility challenges. Manche finden, dass Stadtplaner weltfremd sind. Die anderen sagen, das geht alles viel zu langsam genug, viel zu langsam. Immer ist irgendjemand sauer. Also rechtliche Grundlagen würden da ja helfen. Deshalb die Frage, was würden Sie im Rechtsbereich ändern, der Passus, den Sie am liebsten jetzt sofort umschreiben würden? Ich würde... Verbandsklagerecht. Ich würde, was das Straßenrecht angeht, auf jeden Fall den Kommunen mehr Spielraum geben, weil ich bin davon überzeugt, dass es gerade bei den Verwaltungen auch sehr viele Menschen gibt, die gestalten wollen, die aber diese Unsicherheit haben und vom Typ vielleicht auch eher ein Mensch sind, die oder Menschen sind, die vorsichtiger sind vielleicht und ganz genau wissen, sie müssen sich an Regeln halten. Und diesen Menschen mehr Freiheit geben, mehr Mut gönnen, das wünsche ich mir. Das ginge zum Beispiel, indem die Straßenverkehrsordnung grundsätzlich sich nicht mehr so sehr aufs Auto fixiert, sondern sich auf Menschen fixiert, auf Fußgängerinnen, Radfahrende, alle, die ÖPNV nutzen und eben auch Autofahrende, aber in der Reihenfolge, dass also quasi alles umgedreht wird und bestimmte Paragraphen gestrichen werden, wo es darum geht, dass Kommunen erst aufwendige Nachweise liefern müssen, bevor sie irgendwas verändern wollen. Also es geht um diesen Experimentieren, Raum, den sie brauchen. Dafür brauchen sie Sicherheit, damit sie zum Beispiel Fahrradstraßen einrichten können, autofreie Innenstädte einrichten können. Das ist die Zukunft. Aber eben auch grundsätzliche Dinge experimentieren, testen können, die jetzt noch nicht perfekt sind. Und das andere ist auch noch Tempo 30. Ich würde die Vision Zero, die Herr Lojewski schon angesprochen hat, auf jeden Fall rechtlich verankern. Das ist sie bisher noch nicht in der Form, wie wir es brauchen. Und das wäre zumindest mal ein Anfang. Christian Hochfeld, da haben wir eigentlich alles abgeklappert, oder? Oh, da habe ich noch was. Wir haben noch was? Ja, sicher. Da brauchen wir noch eine Frage dazu. Welche Frage soll ich stellen? Ja, die gleiche. Bitte. Ich glaube, ich würde eigentlich noch mal ganz gerne in diese Richtung gehen. Sozusagen, wir haben jetzt, glaube ich, vielfach festgestellt, dass es an einer Stelle fehlt, nämlich bei der Vermittlung, wo wollen wir eigentlich bei der Stadtentwicklung hin, wo wollen wir die Stadt hin entwickeln und ist das was Gutes oder was Schlechtes und wie beteilige ich die Bürger, egal ob es jetzt Zivilgesellschaft ist, ob es der Wirtschaftssektor ist oder auch Teile der Politik, an diesen Prozessen. Und da würden mich einfach Vorschläge interessieren, wie Sie sich das vorstellen in Zukunft. Frau Thiemann, was macht die nächste Greenpeace-Kampagne überflüssig? Sie, Herr Gent, sprechen so ein bisschen davon, wir brauchen keine Ertüchtigung der Kommunalverwaltung oder Ermächtigung, sondern Ertüchtigung. Einfach aus Ihrer Perspektive, wo kann man Kommunen stützen, um diesen Veränderungsprozess auch in der Stadtgesellschaft zu verankern und eben nicht nur immer in Konflikten zu leben. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass wenn wir ständig über jeden Parkplatz einen Konflikt eigentlich praktisch austragen müssen,
dann kommen wir nicht in dem gegebenen und gebotenen Tempo voran. Also wir können wirklich über gute Praxis reden und glücklicherweise haben wir in Europa inzwischen überall gute Praxis, die es sich anzuschauen lohnt. Ob wir jetzt in Madrid sind oder in Amsterdam oder in Kopenhagen, ja selbst in Moskau gibt es inzwischen Umbau öffentlichen Raums, Verkehrsteilnehmenden mal so auf Augenhöhe bringt, so würde ich es jetzt mal formulieren. Ich würde jetzt kein Ranking machen zwischen Auto, Fußgängern und Fahrradfahrenden etc. Diese guten Beispiele sprechen eigentlich für sich. Wenn Sie mit einem Verkehrsausschuss reisen durch Europa, was ja durchaus vor Corona auch mal passiert ist, dann sind die alle immer ganz begeistert. Und dann kommen die wieder nach Hause und sagen, ja, hier ist aber anders. Nein, es ist nicht anders. Es sind alle Städte. Für alle Städte brauchen wir auch raumspezifisch, ortsspezifisch maßgeschneiderte Lösungen. Aber die Beispiele sprechen für sich. Und die Wahrheiten, die diese Beispiele transportieren, sprechen auch für sich. Und die Wahrheit ist, Auto ist kein Umsatzbringer im Handel. Zumindest nicht jenseits des Autohandels. Und ist auch okay. Also das muss ich ja jetzt konzidieren, ja, sonst wird es wirklich kritisch. Alles, was Frequenz bringt, zu Fuß gehen, Fahrradfahren, ÖPNV, ist ein Umsatz. Wenn wir nochmal das Thema mit dem Handel aufnehmen. Öffentliche Räume sind Identifikationsorte und wir müssen Öffentlichkeit schaffen, um auch demokratisches Gemeinwesen in den Städten zu stärken. Verwaltungen können, wenn man sie lässt, ich will jetzt nicht sagen, dass 50% aller Bundesministerien ihre Identifikation dadurch kreieren, dass sie Fördermittel vergeben und das beaufsichtigen und abfeiern und bunte Broschüren machen und Bänder durchschneiden, aber so ein Stückchen Wahrheit ist da schon drin. Also wenn man uns das als Lampsam gibt in den Städten und vielleicht auch ein bisschen Vertrauensvorschuss gibt, wir wissen eigentlich schon ganz gut, was wir damit anzufangen hätten und würden nicht jedes einzelne Kleinstprojekt beantragen wollen, evaluiert sehen wollen. Wir wollen einen großen Antrag integrierter Zentrenentwicklung machen und damit mal so 200 Projekte abarbeiten. Wunderbar, meine Damen und Herren. Wir kommen schon zur schnellen, kurzen Abschlussrunde. Und das heißt, dass man braucht ja viele, das sind ja viele Aufgaben, die wir gerade gehört haben. Und deshalb die Frage an Stefan Gent. Was tun Sie eigentlich jetzt, um die städtische Mobilität klimafreundlich, kundenfreundlich und der Zukunft gerecht zu gestalten? In einem Satz, was schlagen Sie morgen Ihren Händlern vor? Was muss jetzt passieren? Also, wir müssen uns einbringen in die Stadtentwicklungsplanung. Wir machen vor Ort Stadtbauwerkstätten. Das ist nicht wirklich neu. Das heißt, partizipative Beteiligungsprozesse wirklich zu haben, die Wirtschaft mitzunehmen, nicht gegeneinander zu arbeiten. Und es war keine Verwaltungsschelte. Wir müssen die Verwaltung schon ertüchtigen, auch entsprechende Planungskonzepte. Sie brauchen Mittel, um Leerstandskonzepte für Innenstädte beispielsweise, wie auch Mobilitätskonzepte fachlich vorzubereiten. Aber wir brauchen breite Bürgerbeteiligungsprozesse, ein großes Thema, weil wir alle mitnehmen müssen, um eine zukünftige Stadt neu zu gestalten und dieses Gegeneinander abzubauen. Was wir tun, wir haben eine Klimaschutzoffensive bundesweit angelegt. Handelsverbände gibt es von der Nordsee bis zum Bodensee. Wir bringen uns vor Ort direkt ein in diese Prozesse. Das ist unser Job und leisten einen Beitrag. Übrigens auch ganz konkret, unsere Händler in Berlin beispielsweise arbeiten mit den Öffentlichen zusammen, um Busparkplätze nachts also aufzumachen, beziehungsweise um Ladesäulen für Busse zur Verfügung zu stellen nachts, um Anwohnern Ladesäulen zum Aufladen ihrer Autos nachts zur Verfügung zu stellen, was juristisch gar nicht so einfach geht. Da müssen Dinge geändert werden. Das heißt, man kann einen konkreten Beitrag dazu leisten und also weg von dem Gegeneinander wirklich zum echten Miteinander. Dazu braucht man Impulse. Insofern habe ich auch mit Greenpeace überhaupt keinen Fragen. Genau. Fragen wir direkt bei Marion Thiemann nach. Was ist Ihre nächste Greenpeace-Aktion? Gerne auch, was Sie gerade so im Geheimen planen. Ich schau mal nach. Also wir haben ja in 100 Städten auch Greenpeace-Gruppen, die vor Ort für die Verkehrswende, für die Mobilitätswende kämpfen. Und die werden jetzt auch im September aktiv. Es gibt eine Kidical Mass, das ist eine Fahrradtour für Kinder in fast 80 Städten. Und für diese Kinder, damit die sicher Radfahren können, werden diese Gruppen sogenannte Human Protected Bike Lanes, also wie so ein Pop-up-Radweg, aber eben aus Menschen machen, um die Kinder zu schützen vor dem Autoverkehr. Und das ist sozusagen eine Geschichte jetzt im September. Es wird noch viel, viel mehr geben. Grundsätzlich werden wir uns weiter dafür einsetzen, dass der Platz in den Städten neu verteilt wird, dass es weniger
Platz für Autos und mehr Platz für Menschen gibt. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch jetzt passieren muss, weil es ein Zeitfenster ist, was sich schließt. Thomas Becker, wann hat BMW seine Flotte auf E-Autos umgestellt? Das hängt absolut davon ab, was um uns herum passiert. Wenn Sie sich anschauen, dass 8 von 10 BMWs in Norwegen einen Stecker haben und in Italien nicht mal 8 von 100, dann sehen Sie, dass bei gleichem Angebot am Ende des Tages das zählt, was die Regierungen machen, was Infrastrukturanbieter machen, was Städte machen. Würde dann das Verbrennerausstiegsgesetz helfen vielleicht? Wir glauben an die Technologieoffenheit und daran, Kunden von den Vorzügen einer Technologie zu überzeugen und nicht dadurch, dass wir die anderen verbieten. Okay, die nächste E-Auto-Kampagne ist wann? Die läuft die ganze Zeit und Sie werden sehen, was wir jetzt, nachdem wir einen sehr erfolgreichen Start unseres vollelektrischen Minis hatten, übrigens gerade hier in der Region Berlin, nachdem wir jetzt nächstes Jahr den i4, den elektrischen X3 und auch den i-Next bringen, dass wir ja nochmal eine Schippe nachlegen und ich sag mal, bei dem, wo wir momentan mit den Anteilen stehen, sind wir nach der heftigen Delle, die uns Corona reingehauen hat, jedenfalls was das Thema E-Mobilität angeht, eigentlich guter Dinge. Aber was wir eben tun ist, wir suchen den Dialog mit einer Gruppe von Städten, wo wir wirklich versuchen, in der Tiefe zu verstehen, wie die Diskussionen laufen. Wir engagieren uns zum Beispiel in Los Angeles bei dem LA Cleantech Incubator, was eine institutionelle, wenn Sie so wollen, Kooperationsveranstaltung in Richtung Technologie, Umwelt, Verkehr ist. Ich glaube, ein Konzept, Stichwort Zentrum Mobilität der Zukunft, wofür das Design der Zusammenarbeit zwischen Bundespolitik, Kommunalpolitik, Landespolitik, Wirtschaft, Bürgern, absolut noch Potenzial besteht. Und da wollen wir tiefer rein, um, sag ich mal, für uns natürlich vor allen Dingen zu verstehen, wo sich denn Mobilität in dieser massiven Differenzierung, die wir momentan sehen, in diesen heftigen Unterschieden zwischen verschiedenen Märkten, wo die sich hin entwickelt. Mhm. Hilma von Lujewski, was sagen Sie morgen den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, was sie als nächstes tun müssen und wie viele Leute sie dafür einstellen müssen? Ja, ich würde Ihnen sagen, wir sind programmatisch jetzt wirklich gut aufgestellt. Wir wissen, was zu tun ist und um das umzusetzen, brauchen wir, Herr Gent hat es gesagt, die Akzeptanz vor Ort. Dafür sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die besten Mittler. Wir brauchen die notwendigen Mittel, die gibt es auch. Wir sollten vielleicht von den Eigenanteilen inzwischen befreit werden vor dem Hintergrund der Haushaltsauswirkungen durch die Corona-Krise. Und wir brauchen die Menschen, die das technisch gut erklären können, die das emotional gut erklären können und die diese Maßnahmen agil, schnell und beteiligungsorientiert umsetzen können. Wir brauchen Unterstützung, um gegen die, die Fakten nicht anerkennen wollen, auch operieren zu können. Und dafür brauchen wir auch einen Zusammenschluss all derer, die eine menschenorientierte Mobilitätspolitik in den Städten vertreten. Dazu gehört fraglos auch ein Teil der Autoindustrie, dazu gehört mit Sicherheit der Handel und dazu gehören auch alle zivilgesellschaftlichen Verbünde und Verbände. Wunderbar. Und lieber Co-Moderator, was macht die Agora als nächstes? Ja, wir nehmen ja immer aus solchen Veranstaltungen dann die Arbeitspäckchen für die Zukunft mit. Und ich glaube, für uns geht das jetzt schon in Richtung Perspektive eigentlich auch Bundestagswahl 2021. Mhm. Weil am Ende des Tages haben wir nicht mehr viel Zeit für das Thema Verkehrs- und Mobilitätswende. Wir haben 30 Jahre jetzt null Emissionsminderung gehabt. In den nächsten 30 Jahren müssen wir auf null Emissionen kommen. Und ich glaube, das drückt es aus, sozusagen mit welchem Tempo wir vorgehen müssen. Und dementsprechend, glaube ich, ist die Bundestagswahl sozusagen die Wegscheide, ob wir unsere Klimaschutzziele erreichen werden oder nicht. Und hier aus der Diskussion ganz konkret nehme ich mit, wir werden uns für das Thema Bundesmobilitätsgesetz stärker einsetzen, wo andere Ziele außer Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs stärker vielleicht auch einen Rahmen finden, der Grundlage ist für Planungsprozesse und auch Finanzierungsvorhaben. Wir werden uns dem Thema Pendler annehmen. Ich glaube, das ist allen hier bewusst geworden, dass da tatsächlich noch viel zu tun ist. Wir haben eine Idee, wie der Stadtverkehr sich verändert. Wir haben die Idee, wie man vielleicht auch den Verkehr auf dem Land modernisieren kann. Aber gerade die Stadt-Land-Beziehung werden ein großes Problem bleiben. Und ich glaube, das dickste Brett bleibt und ist die Frage der Steuer- und Abgabenreform. Und ich glaube, da gibt es schon noch genug für uns zu tun. Und im Übrigen hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr hier
hier nicht wieder alleine sitzen, auch wenn es mir sehr gefallen hat. Genau. Aber im nächsten Jahr, da reden Sie dann auch noch mal über Geld. Stefan Gent, ganz herzlichen Dank. Marion Thiemann, ganz herzlichen Dank. Thomas Becker, ganz herzlichen Dank. Hilma von Lojewski, Ihnen ein ganz besonderer Dank. Und vielen Dank Ihnen dort an Ihren Schreibtischen, wo immer Sie auch dieses heute gesehen haben. Das war, meine Damen und Herren, aber bleiben Sie unbedingt noch dran, das digitale Stadtgespräch von der Agora Verkehrswende zu die Stadt, der Verkehr und das Virus, wie gelingt die Mobilitätswende. Herzlichen Dank, dass Sie alle dabei waren. Und jetzt hat das letzte Wort und Bild noch einmal Christian Hochfeld. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war's. Das erste digitale Agora-Stadtgespräch zum Thema die Stadt, der Verkehr und das Virus. Wie geht's weiter mit der Mobilitätswende? Ich hoffe, Sie haben einiges mitgenommen, Inspiration, Motivation, um auch während der Krise und hoffentlich auf dem Weg daraus sich für das Thema Mobilitäts- und Verkehrswende einzusetzen. Denn wir wissen alle, hoffentlich geht diese Krise bald vorbei. Aber die nächste Krise, die Klimakrise, wartet nicht und die nächsten Monate werden entscheidend sein, um die Fortschritte zu erzielen, die wir brauchen, um unsere Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen. Für mich war das ein doch recht ungewohntes Format und noch ungewohnter und etwas befremdlich ist es jetzt, hier im Hof der Kalkscheune zu stehen, wo in normalen Zeiten nach der Städtekonferenz eigentlich zu dieser Stunde unser traditionelles Agora Sommerfest stattfindet, was, glaube ich, sich großer Beliebtheit erfreut. Mir macht es auf jeden Fall jedes Jahr Spaß, mich mit Ihnen nach der Städtekonferenz auszutauschen, mit Ihnen zu reden, zu diskutieren und auch gemeinsam etwas zu trinken und zu essen. Sie sehen, heute ist es leer. Das verbinde ich mit dem großen Wunsch, den ich habe, nämlich, dass wir uns alle hoffentlich im nächsten Jahr nach überwundener Corona-Krise hier wiedersehen zur Agora-Städtekonferenz und zum Agora-Sommerfest. Dazu darf ich Sie heute schon ganz, ganz herzlich einladen. Ich freue mich sehr auf Sie. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und kommen Sie gut durch diese Zeit. Herzlichen Dank und alles Gute.